1 und... Ja, dann schauen. Das funktioniert nicht. Ja, leider. Bitte, das war das Prostgeräusch, wir haben noch keine. Wir kommen bei den Biertauchern. 239. Wir schreiben den... am 19.01.2016. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukronik.com. Wenn ihr zu spät kommt, ihr bringt mit Getränken. Andere Gäste warten schon Essen. Ja. Ihr wisst ja schon Getränke. Kein Stress. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Dankeschön. Wir freuen uns, wenn hier noch andere Gäste sind. Sollen wir nochmal neu anfangen? Nein, das haben wir noch nicht. Okay. Dann gehört das eine freundliche Unterstützung von Wukronik.com. Anstoßen können. Ja. Ich habe noch nichts. Okay, aber ist das der Kind? Nein, okay. Ich warte auf den Kaffee. Ja, okay, dann habe ich einen. Auch nicht schlecht, guter Heran. Also ich gar nicht überhaupt nicht bestellt, habe ich eigentlich als Erste. Mein Bier. Ja, aber was ich noch, ja genau, ich muss ja noch unsere Sponsoren haben. Ja, genau. Das findet alles nämlich freundliche Unterstützung von Wukronik.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg statt. Und ja, Internetagentur ist Internet-Marketing-Agentur. Internet-Marketing-Agentur. Ja. Ich habe gebeten um ein Upgrade, weil ja. Internetagentur in Österreich nicht vertrauschen muss. Vokabel gegen Aufbau. Vielen Dank auch an alle unsere Flatterer, namentlich Ajuvo und Bernd Schlapsi. Ja. Ja, der Ajuvo hat ja auch irgendwas getwittert, den habe ich mich jetzt mal gesehen. Ich bin ja nicht mehr aktiv auf Twitter, aber jetzt sehe ich teilweise dadurch, dass ihr irgendwie hin und wieder dieses Netzwerk noch benutzt. Bin ich langsam wieder am Reinschlittern. So, machen wir die Themenliste, oder? Ja, darf ich einen Aufruf zuerst machen, weil sonst vergesse ich ihn, von, nämlich von unserem Sponsor, vom Jörg. Er ruft dazu auf, dass die Biertaucher-Hörer-Community möge doch auf iTunes Reviews schreiben. Ja. Über den Biertaucher-Podcast. Das einzige Review, das wir haben, ist nämlich von Jörg selbst. Und er meint, wir werden deshalb nicht gehört, weil niemand uns reviewt. Also, oder wir würden mehr gehört, wenn wir mehr Reviews hätten. Das wäre so ein anderer Podcast, dann hört man das eh auch, dass irgendwie iTunes ja, die Plattform. Ich kenne mich mit iTunes leider überhaupt nicht aus. Macht ja auch nichts. Aber bitte, falls ihr iTunes habt und das benutzen könnt, schreibt es in ein Review. Ihr könnt das vom Jörg abschreiben oder irgendwas. Könnt ihr mir eine Mail schreiben und ich schreibe auch, was drinstehen soll. Und so. Das ist alles kein Problem. Wenn euch nichts einfällt. Bin per Twitter erreichbar. Ja, also bitte schreibt uns Reviews. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie gut sein müssen. Hauptsache ihr. Nach dem heutigen Anfang des Podcasts werden wir auch nicht gut sein. Also wenn ich ehrlich bin, ich finde die scheiße. Die Reviews oder uns? Wer sind eigentlich die Biertaucher? Gute Frage, das hat sich jetzt eigentlich schon geändert. Wir könnten uns vorstellen. Ah ja, genau. Wow. Vollkommen hinunter mit uns. Stefan schüttelt den Kopf. Seine Lehrerseele. Gregor ist dabei auf jeden Fall. Muss man mal dazu sagen, Gregor P. oder wie kann man euch auseinanderhalten? Oder Pedro Gregor. Pedro G. Nein, bei mir ist es schon egal. Bist du genau, deinen Nachnamen habe ich gespoilt, oder? Ich glaube jetzt schon seit 4 Jahren und in also jeglicher Folge drinnen. Der jetzt spricht, Gregor Bridun, unser Soundkünstler und Podcastgründer und der Besitzer des Mikrofons. Genau. Was Jens? Ja, gut, machen wir so. Ebenfalls Podcast-Mitgründer und der Mann, der nicht das Mikrofon hat. Zwischen uns sitzt mit Wallen im Haupthaar. Ja, ich bin der Dennis. Ich bin hier ab und zu mal zu Gast. Ich bin schon regelmäßig dazu. Ja, stimmt. Seit September, glaube ich. Deine Spezialitäten sind? Besser leiden, glaube ich, ist mein Spezialgebiet. Besser leiden. Ja, also meine Themen sind dementsprechend heute auch so vor. Wir kommen dazu. Neben mir sitzt unser neuer Gregor, das ist der Gregor Ruttner. Ich war letztes Mal zu Gast und dann sind wir nicht fertig geworden, also bin ich heute wieder da. Ja. Und kann man sehr so allgemein gut sagen, falls wir das schaffen, dich öfter hierher zu locken, du bist sehr theateraffin, kann man das schon ja, sagen? Ja, richtig, oder? Das kann man dazu sagen und in der letzten Ausgabe auch nachhören. Genau. Und hast du andere
Nerd-Spezialitäten? Also, für die sehr also was mir schon aufgefallen ist, ich bin so der einzige Apple-Mensch hier auf dem Tisch. Und das bin ich aber schon, bin ich schon sehr, sehr extrem. Also alles Apple bei mir. Insofern, okay. Ja, das sogar prägt. Sogar die Unterhose. Sogar die Unterhose ist von Apple, ja. Ja. Podcast, ja, und tatsächlich auch mache ich die Website für mein Theater. Also auch okay, da okay. So einen Web-Hintergrund habe ich. Die beschäftigen sich immer so mit Design und Website beschäftigen. Ja, genau. Mhm. Und du hast uns erzählt, du bist App-Entwickler. Ja, ich habe mal Apps entwickelt, aber das ist jetzt auch schon 6 Jahre her. Da ging es um die Steuerung einer Elektrotankstelle, bevor das noch cool war. Auf dem iPhone. So, das war so ein Konzept eher, aber das war ein Auftrag gegeben von einer großen Energiefirma. Du warst das, dann haben wir uns eh kennengelernt beim IoT Day. Nein, das war ich nicht. Okay, wäre aber jetzt lustig gewesen. Oder? Ja, ich habe dir das Konzept einmal verkauft für 2 Millionen. Okay. Nein. Wir haben noch vergessen. Genau, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Ja, Professor. Und ich bin der Stefan. Der Stefan hat einmal einen Beruf gehabt, wo es um Stundenvorbereitung ging. Genau. Da sitzt er jetzt mit schmerzverzerrtem Gesicht vor seinem Ayan-Joghurt-Trink. Genau. Während wir hier herum improvisieren. Jupp. Magst du zu dir erzählen? Du bist erfolgreicher, nicht mehr ganz junger Unternehmer. Ja, auch mit Wahlen und Haupthaar. Stimmt, ja. Ja, 2 oder 3 Jahre noch. Webentwickler, bei mir kommen immer die Rails-Themen vorbei, relativ viel Linux-Zeug und immer mehr Netzpolitik-Zeug. Das drohe ich gleich für heute an. Sehr gut. Ja, damit haben wir uns vorgestellt. Mhm. Ich würde sagen, verschreiten wir zur Lesung des Kernel, der der Mac GIF-Diskussionen. Ja. Und die assemblierte Version oder die disassemblierte? Was hätten wir denn gern heute? Vielleicht nur die Übersicht einmal, weil ich die Übersicht. Also ein paar wie gesagt, heute kommt ein bisschen Netzpolitik von mir. Ja, rund um den Thomas Lohninger. Da bin ich auf einige Sachen gestoßen von ihm, mit ihm und durch ihn. Das hat einen intensiven Bezug zum heutigen Tag, weil er ist auch Aktivist gegen das aktuell in Lesung befindliche Staatsschutzgesetz, das gerade durch den Innenausschuss heute durchgewunken worden ist. Und da werde ich einiges rundherum dazu erzählen und empfehlen an Links zum Nachhören, zum Nachlesen und zum Dazukommen. Ja, und dann habe ich noch eine ganze Menge Kleinzeug, aber nachdem ich irgendwie gelernt habe in letzter Zeit, dass ich zu den meisten Sachen eh nicht komme, verspreche ich nur eine weitere Sache. Ich werde über Hauszelte heute reden. Hauszelte, genau. Hauszelte. Das ist ein Hauszelt. Ja. Du warst da auf der Liste? Ja, also ich habe das dann gleich aufgeschrieben. Star Wars Episode 7, damit es nicht wieder untergeht. Heute muss es drankommen. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, etwas über Star Wars Expanded Universe. Also da geht es um die Bücher, die Serien und Videospiele und alles, weil da sich einiges geändert hat durch den Aufkauf von Lucasfilm durch Disney. Mhm. Deswegen könnte ich da, wenn Interesse besteht, noch einen kleinen Überblick darüber geben, was der Stand der Dinge ist. Ich weiß nur, dass alles für ungültig erklärt. Richtig, genau, das ist die Zusammenfassung. Ach, jetzt habe ich alles vorweggenommen. Entschuldigung. Naja, eben nicht alles, und da muss man dann unterscheiden. Genau. Hast du sonst noch Themen? Jetzt direkt drauf, oder so? Nicht von mir heute. Schauen wir mal, wie lang die Zeit ist. Muss ich da draufstehen? Ne? Irgendetwas, was dir im Herzen liegt? Also? Heute mal nicht. Ne? Heute mal nicht. Okay, ich habe... Ja, ich war im Kino, ich habe mir das brandneue Testament angeschaut, Gott lebt in Brüssel, und kann über 2 TV-Serien berichten. Und sonst ein ganz kleines Techie-Dings. Ich habe rausgekriegt, wie man Coral Files öffnet unter Linux. Ah! Das ist, war nicht schwierig. Ich hatte es jahrelang nicht verschlafen. Bin ich auch gespannt. Mhm. Und ja, das ist es eigentlich auch soweit. Ich habe meinen eigenen Zettel mit, weil ich es nicht ins Titan-Bett eingetragen habe bisher. Man muss dazu sagen, der Dennis hat ganz schöne Zettel mit unten so einer super französischen Lilie. Ganz, ganz super. Du kennst schon französische Lilie. Ja, woher weißt du, dass das französisch ist? Ja, weil es cool ausschaut. Das sind ja nicht deine Neusiedler-Serie. Also, es ist eine französische Lilie. Okay. Da liegt da vollkommen richtig mit einem Ornament drumherum. Also die französische Lilie ist rot. Ich finde, das sagt viel über Dennis aus, bei dem sind sogar die Notizzettel gut aussehen. Ohne dass man was braucht. Der Rest aber auch. Natürlich, Dennis. Okay.
Ein typischer Notizzettel. Moment, Moment, müssen wir noch den Stift da richtig schicken. Also, okay, ja. Oder nein, darüber so. Hier wird inszeniert, meine Damen und Herren. Hier wird inszeniert. Inszenierung von Dennis Netflix-Serie. Okay, also was sind deine Themen, Dennis? Ja, das kann man auf dem Foto nachlesen. Also zum einen Star Wars 7, falls denn jemand schon was von gehört hat. Dann Codename Uncle. Ich habe mir... Das ist meins. Drei Podcaster zeigen schweigend aufeinander, immer in unterschiedlicher Reihenfolge. Wessen Bier das er sei. Ja, Codename Uncle habe ich mir angeschaut. Nicht im Kino, sondern privat, könnte man schon so sagen, zu Hause im Patschen-Kino. Dann House of Cards, die Serie, komplett durch inzwischen, bis zur dritten Staffel. Und in der Hinsicht habe ich dann auch Google Play Filme und Serien entdeckt und rede mal kurz darüber. Dann sehr top aktuell Weihnachtsmarkt Bonn und Köln, denn ich war in Köln und Bonn auf dem Weihnachtsmarkt. Und besonders die Unterschiede zu Wien möchte ich hier aufklären. Und hier kommt dann auch noch etwas mit Aufklärung und passend zu dem Staatsschutzgesetz rede ich mal über das Unternehmen Österreich, wie ich es mal nenne. Es ist ein etwas komplexeres Thema. Aber ich werde mich auch versuchen, kurz zu halten, also unter einer Stunde. Was das vor Freude. Ja, ich habe eigentlich nur so Reinsprickthemen. Ich muss mal schauen, was ich davon erzähle. Du schuldest uns auch noch nonstop 4 Stunden gut Theater. Nein, das habe ich mittlerweile ziemlich groß. Aber ich hätte noch ein Theaterthema, nämlich auch gar kein uninteressantes, nämlich im Akademietheater habe ich mir letztes Jahr noch angeschaut, Die Unverheiratete. Das ist nämlich ein Stück von einem österreichischen Dramatiker, den ich davor nicht kannte, den Ewald Pamletshofer. Darüber könnte ich erzählen. Oder ich hätte zum Beispiel von der Cornelia Kramnicek das Buch, das mittlerweile verfilmt worden ist, Chucks, gelesen. Oder ich habe so einen Hunger Games Klon Film gesehen namens The Giver. Und eine Serie, auch ein Guilty Pleasure, Flesh and Bone, ist aus dem Ballett Schoche. Und das war es, glaube ich, eigentlich. Oh ja, genau. Falls wir nämlich nichts haben in Sachen Computerspiel, könnte ich noch erzählen über Remember Me, was ich auch gespielt habe. Cool. Ja. Sehr spannend, wenn du erzählst über das Stück vom Ewald Pamelshofer, weil bei dem habe ich ein Seminar gehabt vor 2 Jahren. Also da kann ich über ihn als Typen auch einiges erzählen und seine Arbeitsweise. Dann werde ich das forcieren, dass wir das heute, ja genau, besprechen. Über die Bierkultur hinaus. Darf ich dafür plädieren, dass wir die Nerd-Themen, also die leicht technisch affin haben, wie Salzburg vorziehen? Weil ich glaube, jeder kann dort mit uns über Film und Kultur reden. Ja, schauen wir mal, wie es sich mischt. Ich bin ja immer so für spontanen Gesprächsfluss. Aber steigen wir mal mit technischen oder netzpolitischen ein. Vielleicht netzpolitisch, oder? Oder führen wir noch die Reihe fort. Du empfiehlst doch jedes Mal einen Vortrag vom 32C3. Genau, ja. Und da gibt es doch sicher goldene Brücke, einen Vortrag von Thomas Rohlinger. Gibt es auch, ja. Vom Gregor angehört. Ja, bitte, jetzt bin ich gespannt. Sprich, ich höre nur. Ja, und es ist mal etwas passiert, was jetzt aber nicht mit dir zusammenhängt, sondern ich glaube, das ist allgemein bei mir. Also, es war alles viel leibender, wie du davon erzählt hast im Podcast, als wie ich ihn mir dann wirklich angeschaut habe. Also, ich habe das mehr genossen, dir zuzuhören, über den Talk zu reden, als ihn direkt anzuschauen. Wahrscheinlich, weil ich schon gespoilt war oder so. Vielleicht, aber nichtsdestotrotz hat mir das sehr gefallen. Und du bist einer der ganz wenigen Menschen, die unter die Bilder auch wirklich eine Bildherkunftsurheil schreiben. Ja, total richtig. Man hat es zwar nicht gesehen, weil die zu klein war, die Schrift. Ja, aber man muss sie nicht im Stream sehen, sondern wenn man... Sie war da, und das ist schon einmal sehr vorbildlich. Bei den meisten Leuten in einem Mickey-Maus-Bild oder irgendwas rein und du weißt nicht, woher, was ist die Quellenangabe. Wenn du dann, wie ich, versuchst, aus dem Talk irgendeinen Artikel zu machen, frei lizenzierst, laufst du in tausende Schwierigkeiten. Und das alleine ist schon vorbildlich. Ja, und sonst, mir hat es gut gefallen. Also, Dankeschön. War ganz cool. Ich kann das auch sehr empfehlen. Scheitern Talk 32C3 von... Gregor. Ich habe mir den Talk auch angesehen. Auch danach oder davor? Also nach dem letzten Podcast? Ich kann es nicht sagen, ob ich ihn nach dir gesehen habe oder vorher. Auf jeden Fall nach dem letzten Podcast. Du hast auch schon circa gewusst vom Erzählen, worum es geht. Ich habe circa gewusst, um was es geht. Und ich habe festgestellt, dass der eigentlich ja hauptsächlich uns betrifft, der Talk. Uns?
Ja, weil wir machen hier ja Improv-Theater die ganze Zeit. Wir machen ein ziemliches Theater. Und die Regeln, ich bin der Meinung, du gibst eine Liste einmal, glaube ich, von 4 Grundsätzen, genau. Einmal von 11 Grundsätzen genau. An, die für das Improv-Theater gelten. Und ich finde, die gelten 1:1 fürs Podcasting. Also wer sich fürs Podcasting interessiert, fürs freie Podcasten interessiert, soll sich den Talk anschauen, weil dann kann er aus den Improv-Regeln lernen. Ich muss dazu aber sagen, wir tun jetzt seit 4 Jahren unfreiwillig improvisieren, weil wir haben schon eine Themenliste und ich habe auch diverse Pläne, wie das strukturiert wird. Das nimmt nur keiner ernst. Ja, aber geht vielleicht so in die Richtung, wie kann man die Laber-Podcasts dann doch etwas knackiger gestalten? Ja, geile Diskussion, ja, ja. Na, um so ein bisschen, das war jetzt ein bisschen auch mit Geblödel, aber um es jetzt auf den Punkt zu bringen, was da ein Beispiel dafür ist, ist, dass dieses Reden hier in gewissem Sinn immer eine Vorlage für den Nächsten sein sollte oder halt auch ist. Aber das hat eine Überleitung. Ja, die Überleitungen sind ja oft, um sich selber aufs nächste Thema zu handeln, aber einfach nur eine Vorlage für den Nächsten, der was sagen will, dass er was aufgreifen kann und mit ihm weiterarbeiten kann. So wie dieses Wörterhäkeln-Spiel. Das ja, bei diesem, ja. Ich bin ein genau, ich bin genau. Ein Baum, ich bin ein und das machen wir hier. Ah, cool, wir sind Improv. Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, wir sind das. Gregor, was sagst du dazu? Ich habe auch auf Twitter geschrieben, kann man vieles davon anwenden, sicher. Man kann auch generell in dem Vortrag einiges, sage ich mal, habe ich auch versteckt über Struktur, auch Vortragsstruktur. Also so, ich sage zum Beispiel zur Mitte des Vortrags, sage ich, jetzt muss bei einem Vortrag ein Zitat kommen und dann kommt ein Zitat. So Dinge wie, dass man das Publikum irgendwie bei der Stange hält, durch so. Das ist so dieser Trick, man muss das Publikum am Anfang, in der Mitte und am Ende so ein bisschen zum Lachen bringen. Es muss nicht der beste Witz der Welt sein, aber man muss sie wieder ein bisschen fangen. Das am Chaos Communication Congress natürlich noch schwieriger, weil alle ständig in ihre Bildschirme schauen und eigentlich nur mit einem Viertelohr vielleicht zuhören. Klar, aber dann war ich immer wieder überrascht, wie viel dann doch Reaktion aus dem Publikum kam. Also, hast du ein gutes Publikum gehabt sozusagen? Ja, war sehr zufrieden mit dem Publikum, habe ich ihr dann schon letzte Woche erzählt. Also den Talk empfehle ich auf jeden Fall. Dankeschön. Dann, wenn wir ja gesagt haben, wir fangen mit Technischem an, empfehle ich noch einen ziemlich technischen Talk. Der heißt Radio. Und das Radio, geschrieben RAD1O, ist ein Gerät, ein kleines Gerät, das verteilt worden ist, leider nicht am Kongress, weil dann hätten wir auch alle eins, sondern am Camp, genau, ein halbes Jahr zuvor. Und von der Hardware her ist es ein Software-Defined Radio. Das heißt, im Prinzip ist es ein kleiner Computer, den man programmieren kann, sodass er Funk empfängt und Funk aussendet. Das ist nämlich ein UKW-Sender. UKW auch, aber es geht über viel mehr Bereiche als UKW. Also jeder ist dann auch ein Sender, diese alte Idee des genau. Senders. Das Brecht'sche Radio-Modell. Genau. Ja. Genau, ganz genau. Wobei es ist keine besonders leistungsfähige Hardware jetzt im Sinne mit toller Sendeleistung. Und das geht es in dem Fall gar nicht. Es geht tendenziell schon eher um Empfangen, was man mit dem Gerät wesentlich effizienter machen kann. Und das war recht interessant zu sehen. Dieses Projekt ist damals ziemlich mit der heißen Nadel gestrickt worden, weil sie halt fertig werden musste. Das musste alles rauskommen. Und was sich so im letzten Jahr seitdem entwickelt hat, habe ich sehr interessant gefunden. Was schafft es also so ein Projekt, das mehr oder minder ein Hobbyprojekt ist und fürs Camp gemacht worden ist, innerhalb eines Jahres dann weiterzubringen von Leuten, die halt daran interessiert sind? Das große Dilemma bei dem Device ist, darum habe ich auch keins, man kriegt es nicht. Also die Leute, die es beim Camp bekommen haben, sind alle ganz glücklich, dass sie eins haben. Aber sie werden nicht nachproduziert, also es gibt keinen Hersteller, bei dem man das kaufen könnte. Da hofft man, dass sich da wieder Leute finden, die das wieder anleiern, weil es ist die Hardware, also die Schemata sind frei, also man kann das im Prinzip wieder an einen Hersteller geben und produzieren lassen. Aber es müssen sich natürlich genug Leute finden, damit sich das rechnet, beziehungsweise damit es nicht exorbitant teuer wird. Anna, die letzte Woche zu Gast war, die war ja am Camp. Also die müsst ihr eins haben. Die müsst ihr eins haben, ganz genau. Also den Talk fand ich recht interessant. So. Auch die zwei Typen, die da reden, sind wieder über herrlich. Dieses Radio. Über dieses Ding, was es kann, was die Software da drauf kann. Es hat auch ein kleines Nokia, altes Handy-Display drauf, das man programmieren kann, damit man halt auch Sachen darstellen kann. Und was sich so an Software weiterentwickelt hat, was sie an der Hardware jetzt anders machen würden, weil sie halt im letzten Jahr, halben Jahr was dazugelernt haben. So diese Sachen werden da erwähnt. Entschuldigung, nur ganz kurz. Du hast jetzt kein Bier, oder? Ja, tranquilo. Nein, so. Okay. Ich leite um zur Netzpolitik und empfehle zwei Talks, bei denen der Thomas Lohninger
beiträgt. Einer ist gemeinsam mit dem Werner Reiter, das ist ebenso wie der Thomas Lohninger, ein Aktivist auf AK Vorrat, also von dem Verein AK Vorrat. Der Talk heißt Österreich, der Kampf gegen unkontrollierte Massenüberwachung. Also logischerweise geht es um Massenüberwachung. Und der zweite Talk, den hält der Thomas Lohninger alleine, also die erste halbe Stunde hält er alleine, ist Net Neutrality in Europe. Konkret geht es hauptsächlich um Österreich, aber auch um europäische Aspekte. Und die zweite halbe Stunde dann drauf hält ein Schweizer, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der die Schweizer Aspekte einbringt. Und am Schluss ist noch eine Fragerunde dazu. Und der Talk ist gut. Absolut, beide gut, führen in diese Thematik ordentlich ein. Den Thomas Lohninger halte ich für einen sehr guten, angenehmen Sprecher, also dem höre ich auch gerne zu. Das ist, definitiv. Ich glaube, einer der drei Österreicher, die Englisch halbwegs ohne Akzent sprechen. Daher ist es auch so, dass es nicht so schmerzt immer, man krampft nicht so stark. Ich finde auch persönlich sehr nett und halt die Inhalte vermittelt er auch sehr gut. Das halte ich ihm auch für wesentlich, wie wir das letzte Mal da über Max Schrems gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ist in der Lage, juristische Themen gut zu vermitteln. Das ist beim Thomas Lohninger ähnlich, hat ein bisschen einen anderen Vortragsstil. Es ist weniger Show, weniger fröhlich, heiter, weniger Anekdoten, aber er kommt halt sehr stark auf den Punkt und kommt trotzdem sehr sympathisch rüber. Also es ist vielleicht ein Talk, den man sich nicht um Mitternacht anhören sollte, weil er sehr dicht ist, aber oder beide Talks, aber sie geben einem wirklich sehr viel Information über die beiden Themen. Also das empfehle ich absolut. Dann, ich war auf einer Veranstaltung, auf der ich euch alle nicht getroffen habe. Also ich glaube, ihr wart nicht beim zweiten netzpolitischen Abend. Kein Problem, kann man nachsehen. Der URL dazu ist in den Shownotes. Waren wieder drei interessante Talks. War wieder im Metalab. Ja. Ich habe ein bisschen die Angst vorher gehabt, dass es übervoll ist. Diesmal war es nicht übervoll, sondern nur ziemlich voll. Mhm. Also es sind, glaube ich, nur 10 Leute gestanden oder so. Also ja, wir nicht da waren. Was fast angenehm ja, vom Raumklima. Man kann sagen, das Metalab ist ein Tick zu klein für diese Art von Veranstaltung, was vielleicht eh gut ist. Also ja, könnte man sagen. Es wird auch immer wieder überlegt, ob man vielleicht woanders hingehen will, aber momentan bleibt man jetzt einmal dort und man hat halt auch dort auch die Infrastruktur, man hat den Raum, man hat auch die Möglichkeit, per Video und Audio dort brauchbar aufzunehmen. Also wie gesagt, das findet man jetzt auch auf der Webseite vom AK Vorrat ist es. Ja, kann auch auf YouTube schon was sehen. Auf YouTube ist es, wir werden es von den verlinken, also das kann man nachlesen, drei Talks. Insbesondere lustig habe ich wieder gefunden, als Reminiszenz, um wieder den Rückblick zu machen auf den CCC, auf den Kongress. Es war vom Chaos Communication Club einer der Pressesprecher da dabei, der ein bisschen über den Club erzählt hat. Da haben wir eigentlich noch relativ wenig darüber erzählt, als über den Verein, der da dahinter steckt, was der so macht. Und der plaudert auch recht nett darüber, ist auch wieder eine sehr positive Erscheinung. Der Dodger ist das vom CCC, der da gesprochen hat, mit dem wir mich dann nachher auch noch ein bisschen unterhalten. Also das ist das Zweite, was ich empfehlen will in der Serie der Netzpolitik. Ich hänge dann noch gleich an, wie zuerst erwähnt, das Staatsschutzgesetz ist heute gegangen, durch den Innenausschuss durchgewunken worden von Rot und Schwarz. Das ist ausreichend, dass das damit durch ist. Nächster Schritt ist jetzt dann noch das Parlament, wenn dort weiterhin Rot und Schwarz dafür stimmen, dann reicht das. Dann, wovon zurzeit auszugehen ist, ist interessant, eines der wenigen Gesetze, wo sich Grüne und FPÖ einig sind, dass es zu verhindern ist. Interessanterweise auch mit den gleichen Argumenten. Das ist eine sehr, sehr seltene Geschichte in Österreich, aber auch das kommt einmal vor. Auch einmal interessant. Und es war in Nachrichten heute, also die Opposition hat angekündigt, das dann vor dem Verfassungsgerichtshof zu klagen. Ja. Durchs Parlament geht es, soweit ich weiß, dann am 26. Zuvor gibt es noch am Samstag eine Demonstration. Diese Woche Samstag, das ist dann der 24. Heute haben wir den 19. Das ist der Sonntag, der 21. Dann ist es der 23. Also am Samstag. Genau, nein, das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so genau definiert. Okay, aber einfach ausschalten, ich hoffe, die Schaltung rechtzeitig fertig. Wo man es auf jeden Fall finden wird, ist auf der Webseite vom AK Vorrat, weil da kommt die Organisation her, also das ist akvorrat.at und dort findet man dann die Details zum Termin auf jeden Fall. Und das wird auch wohl wahrscheinlich noch ein bisschen durch die Medien gehen in nächster Zeit. Ja, also
da kann man uns auch treffen. Also zumindest mich, ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Ich werde dort sein und mich dort in die Kälte schmeißen. Ja, das sind die netzpolitischen Sachen, die ich so habe. Genau. Das war keine gute Vorlage für wen auch immer den nächsten Thema. Achso, Entschuldigung, ich habe die Vorlage nicht realisiert. Ja, ja. Du, ich habe tatsächlich etwas als Vorlage dafür, und zwar wollte ich über Österreich an sich reden. Und zwar genau Gesetzgebung und dergleichen. Mir ist etwas aufgefallen, aber das habe ich von anderen Leuten auch schon gehört. Und zwar, dass versucht wird, dass Österreich versucht, ohnmächtiger zu machen. Also von der Regierung aus alles Mögliche so zu konstruieren, die Gesetzgebung und so weiter, dass die Politiker zum Schluss sagen können, tut mir leid, damit haben wir nichts zu tun. Sie erlassen zum Beispiel solche Gesetze wie Döner. Ein Dönergesetz. Ein Beispiel ist nämlich zum Beispiel die E-Card. Ah, okay, verstehe. Die E-Card wurde eingeführt und es hieß dann, diese E-Card wird für jeden ausgegeben und dazu gibt es dann noch eine Akte, die zentral gespeichert wird. Und nachdem die E-Card existierte, war die E-Akte kein Problem mehr durchzubekommen, weil man kann als Bürger sagen, ich will die gar nicht haben. Das ist Opt-out. Genau, es ist ein Opt-out, aber du musst selber aktiv werden als Bürger. Und die österreichischen Politiker, die österreichischen Wähler sehr genau kennen. Ja, genau, das richtig. Das kaum jemand macht. Das nächste ist, die dieses Opt-out in Anspruch nehmen, dürfen nicht benachteiligt werden gegenüber denen, die das haben. Ich werde jetzt darüber das weglassen, welche Vor- und Nachteile das trotzdem hat, diese Akte. Es gibt nämlich tatsächlich Nachteile dafür, dass man sie hat, aber lasse ich mal weg. Mhm. Aber hier kann man etwas sehen. Welche Institution ist für diese Akte zuständig? Und man wird jetzt vielleicht raten können und sagen, ja, der Staat, eventuell die Krankenkassen, also Sozialversicherung und so weiter. Alles falsch. Es ist nochmal ein komplett eigenes Unternehmen. Und dieses Unternehmen ist sozusagen nicht angreifbar, weil das Ganze in Gesetz gegossen ist. Der Staat kann aber sagen, wenn irgendetwas ist, ja, damit haben wir nichts zu tun. Das macht ein Unternehmen. Das ist privatwirtschaftlich. Obwohl das Ding eigentlich ein Unternehmen ist, das dem Staat gehört. Das politische Äquivalent einer Bank auf diesen Kanalinseln, ne? Ja, das könnte man schon fast sagen. Ja, stimmt. Also man versucht vom Staat aus jegliche Verantwortung abzugeben an die Privatwirtschaft und gleichzeitig diese Ohnmacht wirklich zu leben. Und gleichzeitig, das Unternehmen ist nicht angreifbar, weil es ist ja in Gesetz gegossen. Du kannst dagegen nicht klagen oder sonst was. Es ist ja Gesetz. Und interessant für Gläubige an die freie Marktwirtschaft. Österreich hat damit wieder mal einen geschützten Bereich geschaffen. Ne? Ja. Ein Unternehmen, das sozusagen quasi von einem Monopol lebt. Ja, das stimmt. Aber es klingt so wie das Schlechteste von zwei Welten. Ja, das hat dafür auch in Österreich. Es ist schadlich, ja. Aber man kriegt es auch nicht weg. Ja. Sozusagen. Das ist zieht sich auch in dieser Kontrolle. Ja. Okay. Richtig, genau. Das ist nicht das einzige Beispiel. Zum Beispiel, ich glaube, wer ist für die Autobahn Asfinag? Asfinag, ja. Ist auch so ein Beispiel. Ist jetzt nicht so direkt, was können Sie für Nachteile haben? Ja, im Endeffekt. Sie sind zwar privatwirtschaftlich, aber was passiert, wenn sie pleite gehen? Der Staat haftet. Das heißt also, sie dürfen hantieren und machen, was sie wollen, ohne staatliche Kontrollen, aber im Endeffekt haftet der Staat dafür. Rechnungshof müsste schon kontrollieren. Wenn sie privatwirtschaftlich sind? Ja, das war vor kurzem in den Nachrichten, dass der Rechnungshof darf gewisse Firmen nicht kontrollieren. Ach, schon nicht?
Ich weiß nicht, ob die Ausfindung runterfällt, aber da, mal schauen. Das war ein politisches Thema auch. Und bei diesem ganzen Staatsschutzgesetz, ich habe mich nicht mit befasst, das ist wirklich peinlich, aber ist das nicht das, wo die ganzen vielen... Bundesländer Geheimdienste. Ja, genau. Okay, dann ist das das. Mhm. Ja, und ich würde sagen, die werden da auch ganz schön viele Unternehmen plötzlich gründen. Das ist hinfällig. Also es werden nicht 10 gegründet, sondern nur einer. Mit 10 Sektionen. Ja, also, aber rechtlich wäre es sozusagen eine, es ist keine Firma, aber die Problematik steckt ja eher ein bisschen woanders, dass ja im Prinzip eine Polizei, eine der Polizei zugeordnete Organisation kriegen, die, also die eine geheimdienstliche Aufgabe übernimmt, und da werden einfach Welten vermischt. Das Prinzip in der Gewaltentrennung passt da einfach auch nicht. Aber das ist auch wieder nur ein Aspekt, das sind eine Reihe von Aspekten, die da nicht passen. Aber es wird auch wahrscheinlich hier wieder irgendwie mit Unternehmen wahrscheinlich gefuggelt. Sind nicht verantwortlich, und das ist doch Gesetz, da können wir nichts gegen machen. Ja. Ich habe noch andere Beispiele, sogar innerhalb von Wien, über die ich leider nicht reden darf, aber vielleicht irgendwann mal, weil mir das immer mehr unterkommt, dass tatsächlich das als die Lösung zu sagen verwendet wird. Also es ist schon ein Instrument, um die Bürger sozusagen machtlos hinzustellen. Sich arrangieren mit der Machtlosigkeit. Wäre vielleicht eine Analogie zu dem Thema, weil das ein bisschen schwierig ist. Man braucht sich nur in den USA anschaut, was passiert ist, nachdem Gefängnisse privatisiert wurden. Da ist doch jetzt eine blühende Gefängnisindustrie, die auch sehr viel Interesse daran hat, dass immer genug Insassen gibt. Und also es ist nicht gut, wenn der Staat sozusagen seine eigenen Hausaufgaben versucht, nicht zu machen, und naja, da haben wir eigentlich die freie Marktwirtschaft wieder nicht im freien, im geschützten Bereich wirken darf. Das haben wir ja ein Beispiel in Österreich, wenn wir uns die Erstaufnahmezentren anschauen, genau, für Asylwerbende, die sind ja auch privatisiert. Ja. Vor allem auch die Sicherheitsdienste von den Flüchtlingslagern wurde ja... Ja, aber die komplette Organisation noch dazu an ein Schweizer Unternehmen jetzt im konkreten Fall. Also wo man sagen kann, naja, die sind ja überhaupt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Und wenn wir uns das Flüchtlingsthema anschauen, ist es ja sowieso noch schönere Beispiele. Da gibt es dann diese ominöse Landeshauptleute-Konferenz in Österreich, die nirgendwo niedergeschrieben ist. In keinem Gesetz niedergeschrieben ist, also nur ein informelles Zusammentreffen von den neuen Landeshauptleuten, die sogar, die haben selbst ein Statut, also die wechseln alle 6 Monate den Vorsitz und nach einem gewissen System und so weiter, und dann immer andere Gastgeber. Blablabla. Das ist ja, dass du, um Macht auszuüben, brauchst du ja keine verfassungsrechtlich sanktionierte Struktur dazu. Also auch wenn wir jetzt mächtig wären, wir Biertaucher, ja, könnten wir ja Macht ausüben, dadurch, dass wir uns hier beim Garrick treffen und irgendwas zum Thema machen oder verschweigen. Ja, und Macht kann sich, sucht sich sozusagen ihren Weg. Das brauchst nicht dazu ein. Das muss nicht juristisch formal gegossen sein. Ja, das ist genau das, was du sagst. Das macht es halt auch so problematisch. Genau, also man hätte ja gerne ein Betriebssystem, wo solche Konferenzen dann doch irgendwie reglementiert sind. Ja, für eine Demokratie ist halt nicht sehr würdig, wenn die Macht komplett außerhalb der definierten Bahnen. Das nennt man Kompetenz. Ja, sicher. Und dann gibt es noch, was definiert ein Staat? Die Kompetenz. Also die Kompetenz zu sagen, welche Kompetenz hat. Und mir kommt es so vor, als würde Österreich versuchen, in der Zeit die Kompetenz zu privatisieren, damit sie anschließend sagen, ja, damit haben wir leider nichts zu tun. Ja, als österreichischer Fußballfan lernst du mit der Inkompetenz zu leben. Ein Stück gelebtes Österreicher sein. Das gehört schon dazu, ein bisschen zur Kultur. In der UEFA-Weltrangliste sind wir zurzeit auf Nummer 10. Also ich weiß nicht, was du hast. Ja. Echt? Das war man noch nie. Also. Ja, ja. Verwunderlich, dann reden wir doch in einer Nation. Das war heute in den Nachrichten irgendwas mit geschobenen Sportwetten. Das ist Tennis. Aber ja. Okay. Und was auch spannend in dem Thema zu erwähnen ist, ist jetzt im Moment, wir wählen ja einen neuen Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin am 24. April, wo jetzt auch die Debatte mal wieder, die flammte alle 6 Jahre auf, zu sagen, wollen wir nicht das Amt des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin auflösen, weil das ja rein repräsentativ ist. Genau. Wobei wir aber sehr spannend auch, dass das der Kandidat Kohl selbst vor ein paar Jahren noch vorgeschlagen hat. Wir leisten uns einen rein repräsentativen Bundesrat, der eigentlich de facto und de jure kaum wird, aber über den gibt es fast nie Auflösungsdiskussionen, große, weil den auch niemand direkt wählt. Mhm. Ja, ist spannend. Da hat aber der Rechnungshof tatsächlich Vorschläge zum Verkleinern zumindest. Ja.
den könntest du einstampfen auch, weil der hat nur eine aufschiebende Wirkung. Also er kann ein Gesetz vom Nationalrat noch einmal zurückschicken und die können uns dann mit Beharrungsbeschluss machen. Ja, die Idee hinter dem Bundesrat ist ja tatsächlich das, was die Landeshauptleute-Konferenz legt. Ja, genau, die sind ja eigentlich der Bundesrat. Genau, da geht es um den Föderalismus nochmal abzubilden auf einer nationalen Ebene. Tja. Aber man kennt keinen einzigen Bundesrat. Ja. Dann ganz überrascht, wenn Gerald Klug dann plötzlich Minister wird aus dem Bundesrat. Ist normal ja umgekehrt, ne? Wenn du im Bundesrat kommst, geht's mit deiner Karriere. Ich kenne übrigens einen Bundesrat, das ist der Gerhard Dörfler, ehemaliger Landeshauptmann von Kärnten. Auch mal Aufstieg, ne? Naja, so Abstellgleis, Bahnhof, ne? Kopfbahnhof sozusagen. Ja, aber was ist die Lösung, frage ich jetzt mal. Ist es das Schweizer Modell, das wir immer hören? Also zu sagen, dass das Volk mehr direkt entscheiden lässt. Nein. Oder zurückzugehen. Direkt ist ja auch eine Auslagerung gewisser Verantwortlichkeiten ans Volk. Also vor allem was das ein Negativbeispiel ist, was mir halt in jüngerer Vergangenheit immer dazu einfällt, war ja diese Volksabstimmung über Zivildienst oder Militär und wie diese ganze Diskussion geführt wurde. Und die Frage über gibt dann die Macht an die Medien ab oder an die Leute, die sich Medien kaufen können oder leisten. Wir haben weiß es auch nicht, aber ich meine, zum Beispiel, wenn man sich in Deutschland die Piraten anschaut, sind kein gutes Beispiel jetzt, aber so wie sie begonnen haben. Ich sage jetzt mal die Beginne oder so. Ja. Einfach so vom Denkansatz her. Also wir ändern das Betriebssystem Demokratie, also wie es auch immer sei, jetzt so mit technischen Hilfsmitteln wie Liquid Democracy oder so, aber einfach da auch mehr die Interaktion und auch dem, ich weiß nicht, den Wählern oder keine Ahnung, zumindest das Gefühl von mehr Interaktivität zu geben oder auch den Politikern. Ich weiß es auch nicht. Lösung gibt es ja anscheinend keine. Ja. Dazu den CRE anhören zum Thema Liquid Democracy, wo es weniger um die Software als um das politische Modell dahinter geht. Zynismus an. Mhm. Österreich hat ja jahrhundertelange Tradition als Monarchie. Also man könnte auch das wieder einführen. Die Habsburger. Katholisch allein reicht ja nicht, ne? Die Habsburger würden wahrscheinlich schon wieder so ein Bundespräsidenten-Kaiseramt übernehmen. Haben die gerade auch Enkelparat stehen? Oder? Ist immer irgendwer. Immer also kein Problem, glaube ich, da jemanden aufzutreiben. Ja, da wir hat er schon für sich gemeldet, dass er eventuell Bundespräsident werden will. Das war vor 6 Jahren, ja. Aber dieses Jahr hieß es auch. Vor 6 Jahren wollte er kandidieren und dann wurde tatsächlich dieses Gesetz rausgegraben, wo steht, dass es verboten ist. Ja, genau, und danach wurde nach der Bundespräsidentenwahl vor 6 Jahren dieses Gesetz abgeschafft. Ja. Damals gab es wirklich ein Gesetz, Familienmitglieder der Habsburger dürfen nicht für das Amt des Bundespräsidenten. Ja, das hat auch einen Grund. Dann natürlich. Ja. Natürlich. Alternativ haben wir auch die Fernsehserie Der Kaiser. Ja, stimmt. Die ist auch sehr beliebt. Der würde wahrscheinlich 1:1 als Bundespräsident taugen. Insbesondere hätte das wahrscheinlich einen ziemlich guten touristischen Wert dann, wenn das so aufgezogen würde, wie in der durch den Herrn Balfrader. Vor allem die Staatsempfänger hätten Einschaltquoten. Ja, genau. Also ich glaube, tourismusmäßig wäre da schon einiges zu holen auf die Art und Weise. Es gibt zudem eben auch ein schönes ERV-Lied, Herr mit dem Kaiser. Ja. Na, aber Zynismus wieder aus. Keine Ahnung, wie man da was verbessern könnte. Ich glaube, man kann es einfach ersatzlos abschaffen. Die Repräsentationsfunktion kann auch der Bundeskanzler nicht mehr machen. Der ist meistens eh dabei. Ja. Aber so, du hast vorhin ein schönes Wort genannt, und zwar Gefühl. Der Bürger muss das Gefühl haben. Und ich denke, dass das der falsche Weg ist. Nicht der Bürger muss das Gefühl haben, sondern es muss wirklich so sein. Ja, aber nicht in Form, das genau mit dem Gefühl, das ist natürlich, wenn man das so ausdrückt, negativ behaftet. Ja. Aber was ich meine, dass es eben nicht in Richtung direkter Demokratie gibt, aber dass du Anlaufstellen, dass der Staat durchlässiger wird, dass du mehr Stellen hast, wo du deinen Input reinbringen kannst und auch siehst, dass was rausschaut oder so. Weil das haben wir jetzt. Es gibt ja eine eigene Plattform, also jetzt schon seit einiger Zeit, wo man so Staatseingaben machen kann und Kritik machen kann. Wenn dafür aber auch vom Staat man das Gefühl hat, der kommt einem entgegen und man hat da Ansprechpersonen. Da eben spielt vieles rein, da spielt Open Data rein, da spielen öffentliche Anlagen rein, die Bücher rein und so. Da könnte man dieses ganze Netz einfach öffnen und einem genau ein bisschen mehr wieder in die Hand geben, dass man das Gefühl hat, dass man da nicht einfach nur anrennt. Das ist das, was einen so demotiviert. Ich wähle irgendwie, seitdem ich wahlberechtigt bin, bin ich zu jedem Wahl gegangen und habe aber im Grunde nie ein Gefühl gehabt, irgendeinen Einfluss zu haben. Ich meine,
Jetzt abgesehen von der Fußabstimmung, da bin ich sehr zufrieden, aber das war so mein erstes demokratisches Erfolgsangebot. Also, ja. Fällt dir eigentlich auf, dass du der Staat sagst? Und wann habt ihr das letzte Mal gehört, wir sind der Staat? Ich habe das schon ewig nicht mehr gehört. Ewig nicht mehr. Ja, Noir. Nicht Noir. Was? Noir, wir. Nicht ja, Noir, genau. Richtig, genau. Also nicht der König, der stimmt. Ja. Du hast recht. Ich habe das Buch schnell umgedreht. Jeder sieht nur noch den Staat als Feind an. Der Staat verhält sich so. Keiner hat mehr dieses Wir sind der Staat-Gefühl, sondern. Aber genau es das ist das Gefährliche, ne? Wenn du den Staat als nicht mehr deine eigene Sache begreifst. Richtig, genau. Das kann man auch in Italien und anderen Ländern sehr schön sehen, wo das Verhältnis des Bürgers zum Staat einfach traditionell schlechter ist. Die erwarten sich nichts und tun auch nichts für den Staat. Ne? Und dadurch funktioniert er halt auch nicht. Und das haben wir in Österreich, wenn es da ein bisschen mal eine Rundreise macht, geht es uns eh gut, ne? Weil es trotzdem noch so ein gewisses Wir-Gefühl gibt und man sich verantwortlich fühlt. Genau. Noch, ja, aber wie du sagst, es wird auch natürlich nach Kräften daran gearbeitet, ja, das zu zerstören. Also ich habe natürlich eine Lösung, die ist aber ziemlich allgemein gehalten. Das ist eher ein Untergrund. Lösung. Ich habe ja jetzt eher Kritikpunkte genannt, die ziemlich spezifisch waren. Und meine Lösung, weil das habe ich vorhin schon gesagt, Aufklärung. Ich finde, dass es immer weniger Aufklärung gibt hier in Österreich, aber auch in Deutschland. Was ist Aufklärung? Naja, es gibt die allgemeine Definition nach Kant, da jetzt mal weg, wenn es interessiert, auf Wikipedia. Aber im Endeffekt kann man es so zusammenfassen, es gibt den dummen Bürger, und es gibt den aufgeklärten Bürger. Das sind die Gegensätze im Prinzip. Aufgeklärter Bürger heißt also, er weiß über die Dinge Bescheid. Der dumme Bürger am Stammtisch Parolen reden und solche Sachen ist noch nicht wirklich aufgeklärt, auch wenn sie zum Teil richtig sind, aber viele Sachen sind auch falsch. Aufklärung bedeutet, dass man noch tiefer blickt, dass man noch mehr weiß, dass man sich informiert, dass man informiert wird. Also, du meinst jemand, der souverän eine Entscheidung treffen kann, weil er zumindest die grundlegenden Fakten weiß. Genau. Von der Zeitung oder von wo auch immer. Weil er gehört dazu, dass er lesen kann, dass er sich informieren kann, dass er diese Möglichkeit hat. Ne? Und aber auch hinterfragt, was in der Zeitung steht. Wenn man jetzt noch das ist, glaube ich, ein feuchter Traum. Wenn man jetzt noch zusätzlich dieses Argument Lügenpresse, das die Erde braune Sumpf nennt, sagen wir einfach mal, wir gehen davon aus, dass es die Lügenpresse sei. Auch als Linker, als Mittlerer, egal aus welcher Schicht man kommt, einfach hinterfragen. Und das gehört schon zur Aufklärung hinzu. Dass man hinterfragt, was bedeutet das eben eigentlich in Wirklichkeit? Weil jeder, der etwas tut, hat eigentlich einen Zweck. Und was ist jetzt der eigentliche Zweck, den die Person wirklich erreichen will? Eben mit der Privatisierung der E-Akte oder in Deutschland gab es mal den Fall, es wurde ein Gesetz erlassen, dass Kupferkabel verlegt wird in den 80er Jahren. Und wieso wurde das gemacht? Na, weil der das zu sagen hatte, dessen Frau hat Batterien hergestellt. Und die Batterien waren nötig, um die Signale wieder auf Vordermann zu bekommen. Also die hat dadurch ein wirtschaftliches Interesse. Genau, und zum Teil sind solche... Ja, zum wirtschaftlichen Interessen der Grund, dass etwas einfällt. Also dein Punkt ist, du findest Aufklärung ist ein Wert an sich, der gefördert gehört. Wobei man das nicht so, man kann ja die Aufklärung schon unterstützend, also so, dass es ist halt schwierig aufgeklärt zu sein, wenn das System, mit dem man sich auseinandersetzt, einfach an vielen Stellen intransparent ist. Und dann beginnt einfach die Diskussion, da beginnt dann nämlich auch der Stammtisch. Jetzt ganz ohne Abwertung oder so, weil dann kommen Interpretationen von Zeitungsartikeln, persönlichen politischen Auffassungen und alles mit rein. Also ich möchte ein bisschen widersprechen. Ich kritisiere auch, also ich behaupte auch, dass das Bildungssystem über weite Strecken schlechter geworden ist hinsichtlich der Aufklärung, dass das wieder gefördert gehören wird. Naja, so hautnah ist er auch nicht mehr, weil einige ja nicht mehr unterrichte, aber ich schaue mir an, was halt so rauskommt aus dem Bildungssystem. Also ich rede auch mit jungen Leuten und habe das Vergnügen gehabt, von einer Akademikerin zu hören vor kurzem. Das Problem der Waffenexporte ist ja für Österreich kein Problem, weil Österreich ist ein neutraler Staat und daher produzieren und exportieren wir per Definition keine Waffen. Da habe ich mir gedacht, also, da ist dann an die Polizei und nicht an die Armee. Genau, da ist ein bisschen was in der Aufklärung oder in der politischen Bildung schiefgegangen. Aber
inwieweit ich es eben relativieren will. Ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten, wie es noch nie gab, sich selbst zu bilden. Ich weiß nicht, ob man da den Ausdruck sich selbst aufzuklären verwenden kann. Der erste Gedanke ist bei mir immer reflexartig Wikipedia. Mir ist schon klar, da gibt es auch Schwächen, aber es gibt ja auch nicht nur Wikipedia, es gibt auch Foren, es gibt Blogs, es gibt andere Bibliotheken, es gibt Artikel, es gibt so viele Papers wie noch nie. Man kann diskutieren, man kann mit Leuten anderer Länder reden, auch das ist eine Variante, nicht? Und wir haben jetzt die Kommunikationsmittel. Also ich würde sagen, man kann es machen, aber es ist halt nicht durch den Staat so stark gefördert, wie es gefördert sein könnte. Ja, das ist die Leute also der Staat könnte sehr viel an Plattformen bieten, auf Webseiten von Parlament, Ministerien und so weiter, um mehr aufzuklären als bisher. Letztes Beispiel, um was Positives auch zum Staat zu sagen. Also auf Statistik Austria findet man sehr viele Sachen. Das hat mich sehr gefreut, dass ich die dort, wo ich sie gesucht habe, dort gefunden habe. Das war mir gar nicht bewusst. Also es gibt schon Teile im Staat, die was machen wollen und die was publizieren wollen. Und es gibt halt Teile in diesen Organisationseinheiten, die das nicht wollen. Ja, nur ein kleines Ding, also aus eigener Beobachtung. Mehrere Freunde von mir sitzen in einem Gemeinderat oder Bezirksvertretung in Wien. Und dort wird halt dann, die treffen sich, glaube ich, zweimal im Monat, dreimal im Monat. Und da wird halt diskutiert, wo kommt jetzt die Einbahnstraße hin oder am Land halt, wie macht man die Buslinien. Also das sind halt kommunalpolitische Themen, die nicht besonders lustig sind. Die opfern da ihre Freizeit, du kriegst dann Bettel, also in der Fachentschädigung oder sowas. Und hast meistens sehr wenig Macht, weil halt die politischen Verhältnisse alle 4 Jahre festgezogen werden. Aber alle diese Protokolle kannst du einsehbar einsehen. Also von meinen Freunden, also bei den Grünen jetzt zum Beispiel, die bloggen das dann auch meistens im Klartext, insofern sie es dürfen. Und das Interesse ist halt verschwindend. Also es geht dann ein bisschen in Richtung Elite-Denken. Da wird man dann schnell, kommt man in das Fahrwasser, dass man sagt, ich bin so super gebildet und ich bin die Elite und ich weiß besser, was für euch Pöbel gut ist. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber das Argument bleibt halt, dass viele das nicht interessiert und die tun lieber zu Hause fernschauen oder irgendwas anderes machen oder sind einfach müde und setzen sich jetzt nicht nach der Hacken noch 2 Stunden im Gemeinderat und diskutieren dort gegen eine depperte, reaktionär reponierte Mehrheit. Und das Diskutieren ist halt mühsam. Du brauchst ja jahrelang, bis du eine Allianz bildest, bis du mal irgendeinen Typen abgewählt hast, dass dann was weitergeht. Ne? Ja. Und das ist halt Arbeit und deshalb möchte ich das auch irgendwie nur anbringen. Es gibt diese Möglichkeiten, es ist ja, sind ja aber nicht in verschlossenen Schubladen. Wir sind nicht in einer, nein, wird nicht genutzt. Und natürlich kannst du das besser aufbereiten, aber am Endeffekt, und da glaube ich, geht es wieder Richtung Bildungssystem und auch Richtung politischer Kultur und fehlende Öffentlichkeit in Österreich oder fehlendes Gefühl, selber was bewirken zu können, was in der Schweiz ganz anders ist. Ja. Mhm. Da ist auch jeder Einzelne gefragt, sich zu engagieren. Ja. Und das sehe ich halt in meinem Umfeld halt, das wird dem Österreicher nicht in die Wiege gelegt, dass sich engagieren überhaupt möglich ist oder was bringt oder was Gutes. Aber es ist zumindest juristisch und technisch schon möglich. Und einfach einmal ganz klein anfangen, von der eigenen politischen Lieblingsfraktion hingehen und sich erklären lassen, was in der letzten Bezirks- oder Gemeinderatsvertretung beschlossen wurde. Und halt, weil das ist ja vor deiner Haustür, wenn du da wohnst, wird dich das irgendwo interessieren und tangieren. Und halt einmal klein anfangen. Ja, das Problem ist dann im Bildungssystem, weil man setzt ja schon tiefer an. Man muss ja, bevor ich überhaupt mich informiere, zu wem kann ich hingehen, brauche ich einmal diesen Antriebswillen, überhaupt was gestalten zu wollen. Ich habe als Maturant nicht gelernt, wo man da hingeht oder wie Österreich. Genau, du bist jetzt aber schon beim Inhaltlichen, abgesehen davon, dass man mit einer IHS-Matura noch immer keine Steuererklärung ausfüllen kann. Ja, das ist ein praktikables Beispiel. Aber allein diesen Willen mal zu vermitteln, der geht im österreichischen Schulsystem im Moment noch nicht, solange der Frontalunterricht davor herrscht. Zu sagen, Ich rappel mich mal selbst auf und tue etwas. Ja. Du lernst im österreichischen Schulsystem auch nicht, wie es der Bürgerinitiative gründet richtig, oder Unterschriftenaktion machst und so. Ich habe es halt gelernt, weil ich zufällig in den Kreis hineingeboren worden bin. Ja, aber andere tun das halt nicht. Also genau. Zeit, aber das ist so nach einer Zeit her, gab es zumindest die Möglichkeit. Da musste man sich auch als Freifach nehmen, politische Bildung. Ja, die hat es immer gegeben. Die hat es schon gegeben. Aber da musstest du dich ja auch einmal zum selben. Genau, aber was ich eben sagen möchte, ist, da lernst du dann, es gibt Parlament, es gibt den Landtag und so weiter, also das sind unsere Organe, aber den Gestaltungswillen, den kriegst du da auch selten vermittelt. Mhm. Und das, ich habe es letzte Woche dann schon angesprochen, vielleicht kann man es so besser verkaufen, wenn man wieder was aus der Wirtschaft entlehnt, weil heutzutage geht alles über die Wirtschaft. Eben, wir haben sie jetzt öfters erwähnt, man handelt vor allem politisch aus wirtschaftlichem Interesse, zu sagen, es geht um dieses Unternehmertum oder dieses Entrepreneurship, was man fördern möchte. Also mal den Willen zu zeigen, überhaupt etwas selbst auf die Beine zu stellen. Ja.
Das heißt, und man muss dem Bildungssystem vielleicht mal ganz tief unten also sagen, einfach mal mehr Gruppenarbeiten machen lassen, aber vielleicht auch sagen, mehr externe Menschen in die Schulen holen, dass man mal den Blick erhöht. Und wir sind schon voll beim Thema Korruption, weil wir beide sind sehr dafür, dass externe Menschen in Schulen geholt werden. Genau. Gegen Geld. Sowieso. Genau, aber ich glaube, dann... Kann man gut, ganz gut. Genau, aber wenn wir beim Thema Korruption sind, könnte man vielleicht überleiten zu House of Cards. Lass mich nur eins noch sagen. Zum ich Thema, habe auch noch was zu sagen. Ja. Zu dem Thema, also wir verquatschen den Podcast voll, deshalb habe ich gesagt, Nerd-Thema zuerst. Tja, so viel dazu. Nichts geworden. Nein, eins ganz back 1988, geistige Landesverteidigung, ne, also da habe ich beim Zivildienst gelernt, und da war eins der Argumente, ja, damals war so, sagten die Russen, der Ostblock stand vor Österreichs Mauern, da waren noch Stacheldraht, ne, und die kommen, und wir geschissen und Zivildiener werden nicht verteidigen, und dann haben wir halt so versucht, was können wir da so machen. Da ist dann gesagt, ja, wenn dann der Guerillakrieg kommt, weil die Armee, die wird eh verlieren, das sehen wir ja, wir Zivildiener werden dann da in den Bergen da die Guerilla gründen und so, ja, und dann werden wir aber voll, weil einen Vorteil haben wir Österreicher, ja, wir haben so viele Vereine, wir sind urgut organisiert, weil jeder Österreicher, das war damals, ist im Schnitt in 3,5 Vereinen und so, ja, Kirchenverein, Sparverein und noch irgendwas, ne? Und dadurch haben sie ein gewisses demokratisches Grundverständnis. Du weißt, wie es dann Kassier wählst, du weißt, wie es dann Vereinsbeschluss wählst. Natürlich ist das übertrieben und ein bisschen lustig, aber ich möchte trotzdem sagen, das sollte man auch nicht ganz von der Hand gegen dieses Vereinsrecht wurde erkämpft in der Monarchie, in der Revolution 48. Das war, und auch jetzt noch musst du als Vereins Schriftführer deine Satzung ins Innenministerium geben, wo ein Jurist guckt, ob das eh verfassungskonform ist, was ihr ein Verein tut. Also das hat alles noch so historische Wurzeln, und ich glaube, dass dieses Vereinswesen, was ja wirklich stark ist in Österreich, dass das schon eine Schule der Demokratie sein kann. Und dass man das auch nutzen sollte. Also wenn man schon keine Lust hat, sich politisch zu engagieren oder gesellschaftlich, und dass man wenigstens versucht, in einem Verein zu arbeiten, weil das sind am Schluss die sozialen Netzwerke, die eben die Gemeinschaft und den Staat ausmachen. Also ich will eine Lanze brechen für das Vereinswesen. Richtig, und dort ist die gelebte Transparenz, weil ich kann zur Bezirkshauptmannschaft gehen und sagen, ich möchte den Vereinsregisterauszug oder die Statuten einsehen. Das kann ich von jedem Verein, der in Österreich gemeldet ist. Ganz abgesehen davon, dass du allein, dass du Vereinsmitglied bist, musst du dich ja politisch schon aufwerten, weil du kannst zum Bürgermeister gehen und sagen, ja, ich bin im So-und-So-Verein und was ihr da gemacht habt, das geht nicht. Und der hat schon viel mehr Angst vor dir, weil du wirst den Verein gegen ihn aufbringen, was viel mehr auslöst. Ne? Also bitte, tut wenigstens Vereinswappeln, was schon nichts politisch tut. Also irgendwie, das motiviert mich jetzt nicht, und deine Überleitung schnappe ich dir jetzt auch weg. Ich möchte eine motivierende andere Überleitung bringen. Mir hat sehr gefallen, dass ich in dem letzten Monat drei Personen, eben den Max Schrems, den Thomas Lohninger und jetzt in Form eines Films, den ich mir angesehen habe im Filmcasino, nämlich den deutschen grünen Politiker Albrecht aus dem EU-Parlament, ein bisschen genauer beobachtet habe, wo ich gesehen habe, dass es ganz normale Leute gibt, mit denen man ganz normal reden kann, die was weiterbringen in der Politik. Und eben diese Überleitung ist jetzt zu diesem Film, den ich euch empfehle, den haben wir die Woche jetzt angeschaut im Filmcasino. Es gibt ihn auch nur mehr im Filmcasino, soweit ich weiß, am Samstag und am Sonntag. Der heißt Democracy, der Film. Und es geht um den Versuch, das Datenschutzrecht in Europa zu vereinheitlichen, eine Verordnung rauszubringen. Die ganze Geschichte ist noch nicht durch, das kann man vorwegnehmen. Das ist jetzt noch in diesem Trilog, in der Phase, wo das Parlament, der Rat und die Kommission sich noch einigen müssen auf den Vorschlag, den es aber immerhin jetzt gibt, zu dem es eine Einigung geschafft worden ist. Und da hat es ein Mensch mit seinem Team natürlich geschafft, aus einem Gesetzesvorschlag, der am Anfang ziemlich indiskutabel war, der von der Kommission gekommen ist, dann einen überarbeiteten Vorschlag rauszubringen. Also er ist der Rapporteur, der Berichterstatter, der diesen Vorschlag gemacht hat. Auf so einen Vorschlag können dann alle Lobbyisten und alle Beteiligten in dem Verfahren Erweiterungen und Änderungswünsche einbringen. Und das ist gemacht worden mit 4000 Änderungswünschen. Und diese 4000 Änderungswünsche haben sie dann versucht einzuarbeiten und durchzuverhandeln und sind zu einer Lösung gekommen, die dann soweit positiv abgestimmt wurde, dass sie eben in dieses Trilogverfahren gekommen ist. Eine Sache, die während dieses Filmes für absolut
unmöglich erscheint und zu sehen, dass es eben doch möglich ist, was zu erreichen, wenn man sich bemüht, wenn man teilweise auch ein bisschen, ich will nicht sagen trickst, aber wenn man halt intensiv an einer Sache dranbleibt, wenn man auch gut argumentieren kann, wenn man intelligent agiert, dann sind solche Sachen machbar. Also den Film möchte ich absolut empfehlen und möchte ich wirklich persönlich raten, dorthin zu gehen. Das ist absolut die Zeit wert. Ja, Lobbying ist nicht immer was Schlechtes. Ja, kann man da festhalten. Absolut. Wobei man da, man lernt, diesen Film empfehle ich jetzt einerseits aus dem Inhalt da und andererseits ist es auch ein echt gut gemachter Film in diesem Arte-Umfeld. Also es ist ein Film, der ohne einen Erzähler auskommt. Mhm. Der Erzähler wird durch den Schnitt sozusagen gelöst. Es sind ein paar Textkommentare drinnen, aber es gibt keinen Erzähler und das ist unglaublich gut gemacht. Nachher nicht schlechter drauf, und du gehst und bei mir zurzeit überhaupt. Und es ist wirklich, eine positive Dokumentation, eine positive Darstellung dieses Prozesses da. Das ist was Überraschendes gewesen für mich. Ich bin eigentlich mit der Einstellung eingegangen, das wird wieder herb werden und was merkt sie immer eh nicht. Und, also den Film rate ich euch absolut. Und Filmcasino rate ich euch doppelt. Ja. Erstens ist der Sitzreihenabstand groß, also auch man sitzt bequem und es ist nicht so furchtbar laut in dem Kino. Also die haben auch eine vernünftige Lautstärkeneinstellung. Das haben sie schön renoviert einfach, das Filmcasino. Ist einer dieser Programmkinos, ja, ist auch schön. Ist das nicht das mit den 50er Jahren Nieren-Design? Ein bisschen so in die Richtung geht es, weil es so geschwungene Wände hat. Bei der Bildkamera sind ja. Aber ganz moderne Sitze mit guten harten Lehnen. Also man sitzt auch wirklich 2 Stunden bequem da drinnen, ohne dass dann nachher alles wehtut. Empfehlenswert, das Programmkino. Also ich hätte jetzt auf Kino übergeleitet. Auf Kino? Citizen 4 habe ich dort gesehen. Ah. Mhm. Darf ich noch meine kleine 2 Minuten Hörmeldung einbringen? Nein, ich rieche so, das Thema. Du riechst die nächste Dreiviertelstunde davon. Ich rieche das volle Zerquasseln jetzt. Wenn es dann über Star Wars losgeht. Ja. Zur Politik hatte ich ja noch einen kleinen, bitte, aber nur eine Mini-Anmerkung. Podcast von Holger Klein, Rind kennt man, wer redet, ist nicht tot. Und innerhalb dieses Kanals hat er mehrere Sendungsformate und in einem, da redet er immer mit seinem ehemaligen oder weiß nicht, ob er noch studiert oder so, mit seinem Politikwissenschaftsprofessor. Mhm. Und der ist Lehrer in einem Gymnasium. Ah, der ist Lehrer in einem Gymnasium, genau. Okay. Weiß nicht, hast du ihn kennengelernt, aber auch im Kongress? Thomas Brandt heißt er. Nein, Thomas Brandt, ja. Und ich finde, er hat eine sehr gute Art, Politik zu erklären. Und sehr am Boden geblieben und realistisch. Also das, was wir vorher nämlich so gerade gegen Ende hin so mit mehr Möglichkeiten schaffen und so. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn er sowas hört, ja, also dass solche Aufklärungsmaßnahmen helfen, muss man machen und da muss man auch immer dranbleiben. Aber man darf den Idealismus an den Menschen nicht zu hoch stellen. Ja? Weil er hat auch ein schönes Zitat, daran erinnere ich mich gerade, dieser Lehrer, dieser Professor, hat seinem Politikwissenschaftsprofessor ein Zitat aufgeschnappt, was er sich gemerkt hat, gemeint, immer wenn der Idealismus an den Menschen zu hoch gesteckt wird, endet das in Staatsterror. Und hat als Beispiel den Kommunismus gebracht. Ja, also, weil wenn nicht jeder für das Kollektiv arbeiten möchte, dann wird er irgendwie dazu gezwungen. Also realistisch bleiben, aber ja, schadet ja nicht. Aber ja, genau, diese Folgen finde ich, sind natürlich ein bisschen auf Deutschland gemünzt, aber nicht nur, weil es geht auch ein bisschen um allgemeine Staatstheorie. Mal reinhören, wenn es einen interessiert, das Thema. So, jetzt aber du. Jetzt schnell. Das ist die total schlechte Überleitung jetzt. Ja, Staatstheorie zu kommen. Ja, ja. Zu kommen. Eine schlechte Überleitung. Also, okay, ja. Jetzt haben wir genug den Teufel an die Wand gemalt. Jetzt kommen wir zu das kleine Erfolgserlebnis für die politisch Impotenten unter uns. Also man kann zumindest, wenn man schon durch regelmäßig wählen geht, nicht die Regierung ändert und immer sozusagen, immer, was man auch macht, das funktioniert nicht. Mir ist jetzt was passiert, ich habe jahrelang etwas gemacht, was nicht funktioniert hat, nämlich versucht, Cobalt-RAW-Dateien, mein Vater hat sehr viele Cobalt-RAW-Dateien, hat technische Zeichnungen, vernünftig unter Linux zu importieren. Und das war irgendwie schwierig und speziell, er ist jetzt gerade so, dass er sich ans LibreOffice gewöhnt hat, das hat ein eigenes DRAW-Modul, mit dem macht er jetzt seine technische, also er macht so technische Zeichnungen, Lüftungsleitungen. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht auf die alten Cobalt-RAWs importieren und ich habe halt
ein Line aufgesetzt, um dort das Corel Draw laufen zu lassen, eine Virtual Box aufgesetzt, in der ein Windows XP, in der das Corel Draw und dann wieder so über eine Zwischenarbeit. Das war alles mühsam. Legacy, ja, am Ende hat er dann mit dem Bildschirmfoto Corel Draw Dateien fotografiert und dann als Bitmap reingelassen. Es war irgendwie schlecht. Ne? Und gestern war es wieder mal so weit, also, ja, und ich sage, ja, Corel Draw. Und ich sage, okay, es gibt da dieses Inkscape und mein Vater ist sehr allergisch gegen irgendwelche neuen Programme, die er lernen muss. Er ist jetzt 74, also es macht ihm keinen Spaß. Ne? Und ich habe gesagt, ich tue jetzt diese, mit dem Inkscape, versuche ich jetzt die CorelDRAW-Datei zu öffnen, weil vielleicht können wir es damit exportieren, dass das LibreOffice sie lesen kann. Ne? Und das Inkscape sagt, ja, ich importiere diese CorelDRAW-Datei nicht, weil du musst erst Python-Converter installieren. Und schreibt aber ganz nett, schreibt wirklich hin, tippe doch sudo apt-get Python-Converter. Also, super, ja. Genau der Ding. Und ich tippe halt brav das ein, ne? Installiere das, öffne das mit Inkscape und was passiert? Die schauen alle scheiße aus. Ja, also, das waren so kleine Zeichnungen von Lüftungsventilen und Mischern, die haben halt, hat halt hinten und vorne nicht passt. Ne? Mhm. Und dann aus Frust habe ich das dann noch einmal probiert, mit LibreOffice direkt die CorelDRAW-Datei zu öffnen. Jetzt mit der installierten. Weil dieser Konverter installiert war. Das hat Picobello, Bipi-Fine funktioniert. Also dadurch, dass sozusagen LibreOffice mir erklärt hat, was ich installieren muss, kann ich jetzt plötzlich mit LibreOffice, kann ich jetzt plötzlich mit LibreOffice die CDR-Dateien von CorelDRAW direkt importieren und geht wirklich gut. Also das war für mich sehr schön. Vielleicht zur Erklärung für die Hörer, CorelDRAW ist einfach eine alte, damals, eigentlich vor Jahren, sehr erfolgreiche kommerzielle Malprogramm. Vektor-Zeichenprogramm. Malprogramm ist das falsche. Ist, glaube ich, sehr beliebt auch bei Druckfirmen und so. Es war eine Zeit lang wirklich, ja genau. State of the Art, ja. Genau. Und halt Closed-Source, ne? Obwohl die sogar in Corel Linux einmal gemacht haben. Aber sie sind nicht wirklich irgendwie open-sourcing. Ja, und Inkscape ist ein beliebtes Vektor-Zeichenprogramm. Ja, genau, richtig. Das habe ich auch einmal ausprobiert. Vektor-Grafik-Stellen finde ich ja faszinierend. Leider auch ein bisschen komplizierter ein bisschen. Aber ja, ich finde schon gut. An dieser Stelle noch Mini-Hinweis. Es gibt jetzt ein MyPaint, kann man auch unter Ubuntu installieren. Es gibt ein eigenes privates PPA. Und das dürfte so ein vektorisiertes Malprogramm sein. Also das versuchte die Hürden zu nehmen für die Vektor-Welt. Okay. Du tust mit Vektoren, du tust nicht irgendwie so sagen, ich möchte eine Dreiviertel-Ellipse bauen, sondern du hast wirklich so Pinsel und Füllfeder und Malwerkzeuge. Mhm. Das ist, soweit ich das kapiert habe, vektorisiert. Das erinnert mich an Krita, das ist für ein KDE macht das im Prinzip auch. Ja. Nachteil von dem Ganzen ist, bei so einem Programm, die halt versuchen, die Bitmap-Zeichner in einem Vektor, dass man anschließend fast nicht mehr am Rechner arbeiten kann, weil der ganze RAM voll ist. Also sobald man eine Komplexität erreicht hat, mit Wischeffekten und dies und jenes, da ist noch diesen Effekt da rein, wird das nahezu, Das Grundproblem ist ja, du willst ein Radiergummi haben und dann ein bisschen ein Eckerl ausradieren, und das dann scheitern alle diese Vektorprogramme generell. Dann wirklich unschön. Aus unserer Serie Überleitungen. Ein einfaches Vektorzeichenprogramm ist das Google Draw. Und also es gibt jetzt auch von Google ein Online-Zeichenprogramm. Genau, das mit den Google Drive-Apps direkt. Das da drinnen inkludiert ist. Mit dem lassen sich sehr gut Diagramme zeichnen, also so Flussdiagramme oder Strukturdiagramme und so weiter. Und ich habe letztens ein bisschen damit herumgespielt und habe ein Logo gezeichnet. Ja, ein Logo. Und habe mir gedacht, jetzt will ich auch sehen, für den Bierdacher-Podcast, habe mir gedacht, dieses Logo, jetzt will ich auch sehen, wie das wirklich in der Realwelt aussieht. Und habe so gesucht nach so Shops, wo man sich das auf ein Shirt drucken lassen kann. Und generell, wie bekannt ist, bin ich ja nicht gerade der Schlankste. Das heißt, ich versuche immer dann tendenziell auch eine ordentlich große Größe zu bestellen. Und ich schlage sich jetzt halber auch noch bei den Maßangaben, die so Versandhauskataloge machen, auch noch ein paar Zentimeter auf, weil ich es auch schon erlebt habe, dass es dann doch knapp geworden ist. Also ich habe mir einen meiner Pullis hergenommen, habe den abgemessen, habe in der Tabelle nachgesehen und bin draufgekommen, das wäre unter irgendwo so zwischen 2XL und 3XL bei so einem Online-Shop da gewesen, wo man sich das drucken lassen kann, und dachte, naja, sicherheitshalber nimm 4XL, dann ist alles auf der sicheren Seite.
Die haben auch 5XL. Also oh, ich habe noch nicht die größte Variante. Okay. Und das ist jetzt auch tatsächlich geliefert worden. Und ich habe es hier jetzt auch unter die Jacke drunter genuddelt. Jetzt kommt die Enthüllung. Modenschau. Also Stefan grüßt sich und wir halten diesen historischen Moment fest. Ja, besonders nämlich auch mit Arm. Stefan, oh, den Arm. Warte. Okay, einmal vorne. Sehr gut. Also da passt man wirklich leicht rein. Oh, hinten auch noch. Alles, also was geht. Also ein Fettziel ist das. Ja, hier hat auch ein Podcast, also drauf ist ein Brunnen von Stefan mit Vektor gezeichnet, nehme ich an. Genau. Am Brunnen ist ein riesiges Gewinde, an dem ein Bierkrügel hängt, wo erstaunlicherweise der Schaum diagonal ist. Aber das ist Details. Details. Die der Physik nicht entsprechend ist auch das Bier. Das Bier ist auch schräg. Der Horizont vom Bier ist auch schräg. Ja. Ja, das ist ganz komisch. Das ist wahrscheinlich so ein zugeschrauftes. Und dieses Bierkrügel, was man sehr schön sieht, wird da gerade in den Brunnen gesenkt oder rausgeholt. Und drunter steht in einer coolen Computerschrift Biertaucher Podcast. Ich muss immer an Wetten, das denken bei den. Aber jetzt muss ich sagen, wie die Schrift heißt, warum du die gewählt hast. Die Schrift habe ich gewählt, weil die heißt Audio White. Haben wir gedacht, das passt auch zu Biertaucher. Er schaut super aus. Ja. Besonders die Ziegeln als Untergrund, das erinnert mich ein bisschen an China Sisters oder Mario oder so. Man könnte einen Remix machen, wo so ein Mario so mit dem Dreher von diesen Ikonen entgegenspringt. Also du machst uns das Biertaucher-Spiel. Ach, genau, ja. Ohne Mario dann. Ist das der Link, den du herumgeschickt hast? Das ist der Link, den ich herumgeschickt habe. Ja. Okay, und ich rate dir nicht die, also glaube ihnen in den Maßen. Ich soll ein X dazu tun? Oder? Nein, eher ein X weg. Was dort steht, stimmt. Ah, okay, gut. Na, passt. Ich habe ja mit dem Logo auch ein bisschen rumgespielt und habe mir gedacht, es ist ein bisschen langweilig, wenn da einfach nur Biertaucher Podcast, also in der Version stand noch Biertaucher Podcast daneben. Ja. Ich habe es als erstes nach unten verschoben, so wie du es jetzt auch hast, allerdings bündig. Ja. Also jetzt zentriert und habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn ich alkoholisiert bin, dann müsste eigentlich die Schrift ein bisschen schräg stehen und habe das Biertaucher oben auf den Brunnen draufgelegt, schräg, wie so eine Schnapsleiche, und das Podcast unten auf die Steine so, also das nach unten hängen. Und habe dann mir genau gedacht, nee, das sieht nicht gut aus. Aber ja, mit der Schrift unten drunter bin ich ganz d'accord. Ich bin ganz zufrieden, das ist okay. Beim Spreadsheet war das irgendwie schwierig, das Logo da drauf zu laden? Musste es in einem bestimmten Vektorformat sein oder Bitmap? Es war nicht Spreadshirt, schwierig. Meinst du? Spreadshirt, ja, heißt die Firma. Es war nicht weniger schwierig als merkwürdig, weil er akzeptiert irgendwie nicht jedes Bild überall. Das war irgendwie eigenartig, auf die Ärmel das Bild drauf zu kriegen. Das habe ich irgendwie dreimal probiert und die dritte Datei hat er dann genommen. Also irgendwas, glaube ich, haben sie einfach als Problem in dem Ding drin. Du kannst nur Bitmaps hochladen, eigentlich ist das ja Vektorgrafik. Das heißt, zuerst einmal in einer riesen Bitmap umgewandelt, weil sie schlucken gerne sehr hohe Auflösungen. Also das ist 600 dpi, was ja eigentlich irrsinnig ist, weil so hoch druckt das Ding sicher nicht, würde ich sagen, die 600 dpi. Also das sind, ich glaube, 4000 mal 6000 Pixel oder irgend sowas und das habe ich dann hochgeladen und das hat sich dann. Das funktioniert. Aber hier, wenn wir schon über Remix-Ideen reden oder so, wir könnten ja das Logo auch irgendwo hinstellen und die Hörer dazu einladen, lustige Ideen dazu zu verwirklichen. Ich meine, genau, wie ist das? Remixen, man muss ja nicht bestellen bei Spreadshirt, um ein T-Shirt zu designen. Das darfst du einfach so. Das kannst du so, das haben wir auf jeden Fall. Ob du den Link dann sharen kannst, weiß ich wieder nicht. Das habe ich nicht ausprobiert. Das kann ja auch jetzt unabhängig von dem Shirt sein. Ja, also aber das, auf unsere aber das Logo selber. Die Hörerschaft ein Logo zu designen? Oder? Ja, also oder wenn euch was euch einfällt, irgendwie was dazu machen, was weglassen oder irgendwie umdrehen und so. Das finde ich immer gut. Ja, na cool. Da fand ich ja, da gibt es ja eine super Geschichte. Da gab ja mal so ein. Gibt es das noch immer? Nein, ich glaube nicht mehr. Es gab mal ein Plattenlabel, Sabotage hat das geheißen, und das hat er als Zeichen so einen stilisierten Max, der eine Rolltreppe rauffährt. Und so Kappe nach oben, dann hat man gesehen, er fährt rauf. Und jemand hat das geremixt und hat aus Sabotage Subitage gemacht. Und hat nur die Kappe umgedreht, so dass er runterfährt. Gut, also so solche und andere Ideen. Ja, das setzt aber voraus, dass das jetzt unter einer Creative Commons Lizenz steht. Wir können damit machen, was wir wollen. Wir haben es selber gemacht. Ja, aber das musst du jetzt offiziell unter Such dir eine aus.
Ah, wenn wir Share-Like machen, ne? Ja. Aber sag mal, Stefan, wo, ja, Überleitung, wirst du denn das T-Shirt tragen? Dieses T-Shirt werde ich bei mehreren Gelegenheiten tragen. Das werde ich auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Podcasting-Meetup tragen. Yeah. Wann ist das nächste? Der ist verschoben worden, das letzte Mal. Jetzt auf den 6.2. Weil der Termin das letzte Mal bekannt gegeben worden ist, wäre mitten in den Semesterferien, in den Schulsemesterferien gelegen und darum hat das jetzt weiter verschoben. Also das ist jetzt recht in den Semesterferien, oder? Nicht in den Wiener Semesterferien. Aber doch, sicher, es ist ein Samstag. In den Semesterferien in Urlaub und das ist im 6. Ja, ja. Dann tretet in Kontakt mit dem Daniel Messner und er wird begeistert sein, das nochmal zu verschieben, glaube ich. Ja, also aktueller Termin ist 6.2. Haben wir nicht einen Slot dort? Wir haben einen Slot. Dort. Wir auch dank Stefan, der... Ich habe nichts gemacht damit. Der Daniel hat mich angeschrieben. Ja, wissen wir schon, was wir machen mit dem Slot? Nein, ich habe einfach so mal einen Reservierung. Sehr spannend. Ja, ich habe auch einen Slot, einen eigenen. Ja, genau. Impulse, wie man Theater und Podcast zusammenbringen kann. Sehr cool. Schick uns den Vortrag, wir halten ihn. Ich wollte gleich die, also vielleicht kann ich das hier sagen, ich wollte die Idee meiner Podcast-Teaser wieder aufwärmen. Dass man Teaser macht, warum man diesen Podcast hören sollte, so ein 2-Minuten-Teaser, was wir damals also das können wir thematisieren, ja. Das halt, ich denke, das muss ich öfter erzählen. Ja, das war auch eine gute Idee. Also das damit ihr das gleich wisst, nach diesem Podcast gibt es noch eine Teaser-Aufnahme. Ich werde es wahrscheinlich nicht tragen an den Chemnitzer Linux-Tagen, weil ich nicht dort sein werde. Hast du Chemnitz? Also hast du nicht Chemnitz? Nein. Okay, dann haben wir nämlich Chemnitz gleich. Chemnitz ist genau eine Woche vor dem Easter Hack, nämlich am März. Also nach dem Termin, der hier steht, wird sich überschneiden sogar. Da 10 steht Tage nämlich 19. bis 29. Das ist ja Blödsinn, das habe ich gemacht. Sehr lange. Okay. 19. bis 20. würde ich sagen. Gut, gut. Kannst du kurz erklären, Chemnitzer Linux-Tage, meiner Meinung nach, die im deutschen Sprachraum coolsten Linux-Tage, nicht größten, nicht schönsten, aber coolsten, weil wirklich sehr community-zentriert. Also sehr wenig Firmen, es gibt schon Firmen, aber sehr viele Stände für Communities, für Initiativen und so. Mhm. Und Chemnitz ist ein bisschen am Arsch der Welt, also nicht genau dort, aber ist ein bisschen schwerer erreichbar, aber trotzdem eine Reise wert. OSD Motix bzw. IoT Vienna Austria wird versuchen hinzufahren in Harald. Die ganzen Internet of Things Sachen ausstellen. Genau. Es gibt schöne Vorträge. Ich bin gefragt worden, ob ich einen Kinderworkshop dort halte. Also bin mir noch nicht selber ganz sicher, ob ich wirklich hinfahre, weil ich auch auf den Easter Egg fahren möchte. Mhm. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, speziell wenn man einfach an Diversität interessiert ist. Also sowohl gute Vorträge schauen, es gibt glaube ich 6 Tracks gleichzeitig, 2 volle Tage lang. Massiv, also, oder? Ja, natürlich eher technische, also sind jetzt, aber bei 6 ist auch immer einer dabei, der halt mehr politisch ist und nicht so hardcore ist. Ja. Und einfach, mir macht es immer großen Spaß, einfach nur, ich brauche immer einen kompletten Tag, nur in dieser riesigen Halle, das ist eine Universität, herumzugehen und mir die Hälfte der Standl anzuschauen. Ich habe nie geschafft, alle anzuschauen in 2 Tagen und einfach mit den Standl-Leuten zu reden, weil die sind halt so Computer, Linux-Computer für Afrika-Projekte, irgendwelche letztes Mal waren Typen, die alte Texte digitalisieren und tausende, jede Linux-Distro hat ihren Tisch. Ne? Mhm. Die ganzen, wie heißen die, LaTeX-Typen, die so und so, Initiative. Also, und dann schön durchmischen. Ja, dann natürlich die großen Firmen und so, die Rekruten dort. Ja, und die, ich muss auch sagen, die Chemnitzer Studenten, die das organisieren, da sind auch sehr dabei. Also mein Privatverdacht ist, dass in Chemnitz halt nicht so viel los ist, dass die das dann sehr halt sich freuen, dass da was los ist und viel internationale Leute herkommen. Und du hast halt auch du hast ein gesamtdeutsches sprachiges Publikum, zum Teil auch international, aber es ist eher deutschsprachig, ne? Aber sehr, absolut sehr empfehlenswert. Cool. Ich finde es absolut empfehlenswert. Man kann auch meine Blogs nachlesen unter Spielprogrammieren. Wir haben sie in den letzten Jahren immer gecovert. Ja. Du warst ja, glaube ich, die meisten Jahre. Ja, ich war super viel dort, eigentlich wegen dem Harald immer, der hat mich hingeschleift. Und ja, wäre natürlich cool, wenn man dort ein T-Shirt drin. Du hast das Easter Hack angesprochen oder den Easter Hack? Ich bitte erklär vom Easter Hack, was genau eine Woche später ist. Das ist eine Konferenz, ein Meetup, das stattfindet zwischen Karfreitag und
Ostermontag eine Veranstaltung des Chaos Computer Clubs. Und zwar eine Veranstaltung, die jedes zweite Jahr nicht in Deutschland, nicht in Berlin, sondern in einer anderen Stadt findet. Und dieses Mal ist es zur Abwechslung in Salzburg. Das findet sie alle zwei Jahre in Hamburg statt, nicht in Berlin. Nicht in Berlin? Oh, eine falsche Information bekommen. Gut, okay, Hamburg. Diesmal aber jedenfalls in Salzburg, daher für uns hübsch zu erreichen. Ist vielleicht eine Stadt, die mit Burg enden muss immer. Hamburg? Wien nein, endet nein, nicht nein, mit Hamburg. Ach so, ja, gut. Super. Die Webseite werden wir auch wieder verlinken, ist auch ganz einfach eh16easterhack.eu und ganz nette Geschichte ist, ein paar Grundstücke weiter ist gleich ein Jufa-Hotel, wo wir 10% Ermäßigung kriegen, wenn wir einen Code angeben. EH2016 finden wir auch noch einmal auf der Easterhack-Homepage. Jufa Jugendherberge, eine sehr schöne, moderne, schöne okay. Ja, gar nicht so alt. Okay. Es sind 2 bis 4 Bettzimmer, aber im Allgemeinen sind es 2 Bettzimmer. Also es ist tendenziell Hotelqualität. Ja, sehr sympathische Unterkunft. Du bist schon. Okay, ich bin schon vergeben. Du bist schon vergeben. In jeglicher Hinsicht. Und es wird vermutlich dort wieder eine Podcast-Patinnen-Veranstaltung geben, zumindest aber eine Podcast-Veranstaltung. Und da will ich auch ein bisschen mitnudeln dran. Ja. Das heißt, du wirst auf jeden Fall dort sein. Ich bin schon gebucht. Okay, ja. Und der Spaß kostet 40 Euro, glaube ich. Für, wie viele Tage? Zwischen 40 und 50 war es was. Ich glaub, das war auch 40 irgendwas. Ja, ja. Ja, für. Vier Tage? 4 Tage, ja. Das ist das Teure ist, dass da die Übernachtung checken. Das Teure ist sicher die Übernachtung dort, wobei auch die sich in dieser Jufa in Grenzen hält. Also es ist für ein Doppelzimmer für die 4 Tage 260 oder sowas, also 200, 270. Also es hält sich alles schwer in Grenzen dort. Und es gibt Couchsurfing, das ist ganz. Es gibt Couchsurfing, es gibt Frühstück, sowohl in dem Hotel als auch in der Konferenz inkludiert. Das heißt, ich kann in der Konferenz frühstücken gehen. Yep. Ja. Und es ist Coffee Flatrate auch inkludiert. Wow, würde ich doch Kaffee trinken. Dann reise ich vielleicht doch. Coffee over IP? Das glaube ich weniger. Schade. Nein, du hast Easterhack-Erfahrung als einziger von uns, sehe ich das richtig? Yep. Ja, ich war 2006, glaube ich, war das in Wien. Damals wohnte ich überhaupt nicht nach Wien. Ich bin extra fürs Easter Egg nach Wien gefahren. Ja, ich habe die meisten Tage. Wie bitte? Nein, ich bin 2008 nach Wien gezogen, aber aus ganz anderen. Also doch dazwischen heimgefahren kurz. Ja, 2 Jahre. ja, also mich haben nur die nerdigsten Themen interessiert. Also aber kann man sagen, ist das ein kleiner Chaos Communication Kongress oder ist das sowas wie ein Metalab, wo ich weiß nicht, wie das wie der Kongress ist. Das ist fehlt mir als Vergleich. Ich kann nur sagen. Es gab nicht neben dem Kaffee-Flatrate auch ein Brötchen- und Wurst-Flatrate. Klingt vernünftig, ja. Getränke, glaube ich, allgemein sowieso. Kann auch sein, dass es vom Metalab selbst war, die Getränke, und dann zu den normalen Preisen. Meine Freundin wurde genau an dem Wochenende krank durch den Orangensaft, den sie dort getrunken hat. Und daher haben wir nicht so viel gesehen, besonders den ganzen letzten Tag nicht. Aber ein paar Vorträge habe ich mir dann doch getan und angetan. Und ja, was das anbelangt, würde ich sagen, Kongress tauglich. Also da gab es bei den Vorträgen gab es keinen Unterschied zum Kongress. Was nebenher war, wer das Metalab kennt, es standen damals noch Bierbänke drin. Und viele Leute saßen dort an den Bänken und haben einfach irgendwas hingeprogrammiert, hingenördet. Okay. Ich habe dort ein paar Leute kennengelernt, zu denen ich absolut keinen Kontakt mehr hatte anschließend. Das war normaler Metalab-Betrieb sozusagen. Ja, ein bisschen voller. Damals bin ich dort hingekommen ohne Anmeldung und war erstaunt, ja, es ist übervoll. Und eigentlich bekomme ich keine Karte mehr, aber weil ich extra angereist bin, haben sie mich noch reingelassen, netterweise. Mich und meine Freundin und ja, es wurde viel genördet halt. Okay. Also. Stefan, weißt du was vom Programm des bisherigen Easter Hack? Der Call for Participation ist noch offen, soweit ich weiß, bis Ende März. Einreichen? Das heißt, man kann noch einreichen, das heißt, es steht auch noch nicht das Programm fest. Also generell gibt es auf jeden Fall Vorträge, Lightning Talks, Workshops, also es ist ein gemischtes Programm.
Und glaubst du, das Ganze ist dann sehr klein, also mit nur einem Talk gleichzeitig, oder ist das schon so eine kleine Mini-Weißwurst? Wie das dort genauer stattfindet, weiß ich nicht, habe ich auf der Webseite nicht gesehen. Es wurde verlautbart zwischen 300 und 400 Personen, dass man gefunden wird für die Größenordnung. Das sind mehr als damals beim Mies. Ja, ja. Das ist ja gleich schon eine Mini-Konferenz. Ja, ja. Also damals und später wurde es eigentlich als eher als Kaffeekränzchen für Nerds beworben. Also das ist es nicht mehr, ja. Okay. Wir haben das letzte Mal auf einen Easter Hack Talk verwiesen zum Thema Hubeln. Das vorletzte Mal. Ah ja, und das war. Das war eine Easter Hack Session, wo das erklärt worden ist, was das ist, genau. Ich muss, bin bei, erst beim zweiten Bier, aber ich muss einwerfen, dass der Gregor zu wenig redet. Ich glaube, wir schneiden ihn alle oder nörden zu viel. Ich bin jetzt hier fertig. Okay. Ich bin jetzt gerade aktuell, okay. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Seehofer hatte Schwächeanfall. Steht gerade auf dem Fernseher. Live-Berichterstattung. Nein, wenn ich mich darüber frage. Wie bitte? Ja, wurscht. Aber naja, Seehofer. Ist das nicht der starke Mann der CSU? Ja, genau. Okay. Und das ist doch schon deswegen was Interessantes. Wollen wir nicht Star Wars ganz zum Schluss nehmen? Wirklich? Nein. Ich glaube, das ist gerade jetzt der richtige Augenblick. Wenn wir von der Macht sprechen, CSU. Ja? Also, Supreme Leader Seehofer. Dunkle Seite der Macht. Also, Stefan, um das zusammenfassend, dann ist der, also du findest, das ist eine Reise wert, obwohl du noch nie dort warst. Und ich weiß mindestens 7 nette Leute, die hinfahren werden und schon deswegen fahre ich hin. Ich werde mich bemühen, auch dort zu sein. Dich habe ich nicht mitgezählt. Stimmt das nicht sehr? Okay. Ja. Also ja, ich bin hin und her zerrissen. Ich will nach Chemnitz und ich will nach Salzburg und mein Budget und meine Zeit ist limitiert. Ja. Ich sollte aufhören zu arbeiten und nur noch so herumfahren. Echt? Dunkle Seite? Wollt ihr sagen? Es gibt Krieg. Der Sterne. Okay. Ja, würde schon sagen, oder? Jetzt ist gerade noch so ein bisschen Schwung. Aber wie macht man elegantere Überleitungen? Ja, die war ja da, die Überleitung. Ja. Ihr habt sie nur abgeschnitten. Du hast es abgeschnitten. Das ist vielleicht das. Darum müsstest du ein Handsignal machen, dass ich den Mund halten muss. Ja, genau. Stopp, raus. Mute-Button. Genau, okay. Also wer hat denn schon Star Wars gesehen hier am Tisch? Ja, Handzeichen bringen nicht. Wir hatten noch nicht gesehen, das ist einfacher. Der Stefan outet sich. Aha. Hast du einen Grund, Stefan? Desinteresse. Ja. Generell an Star Wars? Oder ja, generell. Star Wars funktioniert bei mir okay, nicht. Okay, bist du ein Tracker? Ich war einer, aber auch das funktioniert nicht mehr bei mir. Bei mir funktioniert nicht mal mehr MacGyver. Auch Knight Rider nicht mehr. Aber geht es jetzt eher um so Fantasy, Science Fiction oder geht es generell um Unterhaltungsmedien? Ich glaube, ich wäre alt. Du glaubst, du wärst alt? Also eher die Dokumentarfilme. Genau. BBC. Zu aufregendes Real Life. Ne? Okay. Ja, also, wegen Trekkie, also wie du gemeint hast, das ist ja immer die Frage, oder sagt man so, zwischen Trekkie oder Star Wars oder so. Ich habe mir gerade zu über Weihnachten Star Trek Voyager angeschaut, bin aber trotzdem kein Trekkie, weil das ermüdet mich, dieses Universum auch. Ja, also erstens bin ich ein Planetaffen-Mensch. Darf ich das also wiederholen? Also die dritte Fraktion. Nein, darf ich das wiederholen? Du hast ja wie viele Tage nonstop Star Trek Voyager angeschaut, bevor du gesagt hast, das gefällt dir? Ich habe dann schon gebraucht, irgendwie, zwei Wochen, drei Wochen. Oder so ich so lang? Ja, es sind 7 Staffeln, 26 Folgen, die immer eine Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde dauern. Ich bewundere deine, wie ist das, dass du das wirklich machst, deine Intensität. Ja, manchmal schaue ich mir, ich kann mir durchaus Sachen anschauen, die mir nicht zu 100% gefallen, so aus pop-theoretischem Interesse. Babylon 7. So wie zum Beispiel, Babylon 7 habe ich nicht geschafft. Zum Beispiel aus pop-theoretischem Interesse. Großartig. West Wing, daran bin ich gescheitert, aber erst bei den letzten 3 Episoden der letzten Staffel. Also auch wenn dir was nicht gefällt, tust du beinhart noch Episode um Episode reinziehen, falls es dir wieder besser wird, oder? Meistens ist es so, bei Content, die halt von meiner Vergangenheit und Sozialisierung ins Fernsehen oder so kommen, dann bleibe ich eher hängen. Also meistens aus Nostalgie? Bei neuen Serien tue ich mir dann schon manchmal schwer, die müssen dann eher einen hohen Trash-Faktor aufweisen oder irgendwelche Charaktere, die ich dann zum Weiterschauen. Jetzt weiß ich, wo ich ein Fan bin. UFO. Habt ihr UFO gesehen? Ja, das UFO-Serie. Die war unglaublich schlecht. Die ganz alte, gar nichts. Wohl, die
So mit so kalten Panzern fahren sie rum und unter einer. Ja, ja, und die Außerirdischen sind schon auf der Rückseite vom Mond und so. Ja. Also, die habe ich mal runtergeladen sogar. Ja, genial. Das war 70er, oder? Sagt ihr, das ist so eine alte. So alt bin ich auch wieder nicht. Na, aber ich nehme an, ja. Okay, das Coole daran ist, dass XCOM sehr darauf anspielt. Und hin und wieder gibt es dann so leichte Fehler, wo man dann sieht, dass das UFO doch an einem Seil hängt. Und als ganz schlechte Überleitung, nachdem wir jetzt da was abgehakt haben. Grundname Anke. Entschuldigung. Ja, aber zum Thema Star Trek und Star Wars noch kurz mein Erlebnis des Tages. Ich habe in den letzten 5 Jahren Beruf ungefähr mit 5000, überschlage ich jetzt mal, Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren zu tun gehabt, die alle auf Star Wars abfahren. Egal, Mädchen, Bub, 6 Jahre. Ja, da geht es ja vor allem eben um diese The Clone Wars Fernsehserie und diese Lego Star Wars Franchise und so weiter. Und heute zum ersten Mal, wenn ich neu in eine Gruppe komme und heute ein neues Projekt angefangen mit einer Gruppe, da müssen sie sich vorstellen mit ihrem Namen und einem Ding, was sie gern machen, was sie beschreibt oder was sie sehr gerne haben, was mit ihrem gleichen Buchstaben beginnt wie ihr Name. Und er sagt, ja, ich bin Sebastian und ich mag Star. Ja, ich mag Star Wars. Und er sagt, Star Trek. Oh. Und ich gedacht, was? Sebastian. Was ist los mit dir? Und ich war wirklich überrascht, ja. Das ist nicht oft, dass einer sagt, sich als Trekkie outet. Noch nie. Ich schwöre, noch nie in diesen 5 Jahren, wo ich diesen Beruf ausübe, hat sich irgendwer als Star Trek-Fan genannt. Aber Star Wars kam schon. Was heißt, allein heute kam es in diesen 50 Minuten, wo ich in der Klasse war, glaube ich, 7 Star Wars-Anspielungen. Nachdem ich gerade durch diese Zeichentrickserien nur sah, muss man sagen, irgendwie ist es für die jetzigen Generationen, glaube ich, ein bisschen besser gepflegtes Franchise. Okay. Oder halt nicht Franchise, sondern halt eine Brand, genau richtig. Ja. Und noch dazu ist es ja ein Problem, ich fand das, viele haben das sehr gut gefunden, jetzt gibt es ja neue Star Trek Filme, 2 an der Zahl, und da haben sie aber das Universum gerebootet, das heißt mit Kirk, Spock und all dem, aber in einer anderen Zeitlinie, das heißt, sie haben sich eigentlich, ja, das kann man ja vielleicht bei Star Wars ja eh auch drauf irgendwie, sie haben sich ein bisschen befreit von diesen Altlasten und dann neu gestartet, ist bei Star Trek aber, ja, Ist dann vielleicht nicht so eine Bindung da wie bei Star Wars? Ja, unter dem gleichen Regisseur, muss man dazu sagen. Ja, J.J. Abrams. Und deswegen, also ich muss sagen, ja, dann bin ich anscheinend, wie ich so die Gesichter urteilen kann, jetzt werde ich gleich gehasst hier am Tisch. Mir geht's ähnlich mit Star Trek, dass ich gesagt, das ist so langatmig, so die nehmen sich so viel Zeit, das ist so verkopft. Und die J.J. Abrams Star Trek Dinge, wo ich sage, das ist ein zeitgemäßerer Ansatz, dieses Franchise zu betrachten. Hektisch, ja. Aber ich habe beide Filme gesehen, einen im Kino, den zweiten, und ich fand die auch beide gut, die funktionieren und die werden, ich hoffe nur, dass sie das weiterführen jetzt, zumindest mit dieser Zeit. Und was ja spannend ist, da kommt jetzt der dritte Teil von diesem Film, von dieser Filmlinie raus, Star Trek sind wir jetzt noch. Ja, da gab es auch den Trailer zufällig am Tag der Star Wars Premiere, zufällig released vom Filmstudio, der total schlecht ankam bei den Fans, hast du ihn gesehen? Der einfach wie 0815 Action aussah. Okay, das wurde nicht so gut aufgenommen. Genau, weiß man jetzt nicht, ob das so wird oder ob sie dann nur auf dem Star Wars Hype mitschwimmen wollten. Mhm. Und die neue Star Trek Fernsehserie, die rauskommt 2017 zum Jubiläum. 50 Jahre? 40 Jahre? 50 Jahre, glaube ich. 50 Jahre. Ja, 67, ja. Die hat mit diesem Universum wieder überhaupt nichts zu tun. Das heißt, da wird es wieder eine dritte Zeitlinie. Das ist ja wirklich interessant, dann wird es verwirrend. Okay. Das stört doch das total. Das für den Inhalt geben, naja. Genau. Aber zu dem Thema actionlastig und dem Trailer. Ich empfinde der Reboot ist zu actionlastig. Ja. Also ich bin Trekkie. Ja, ich bin ein echter Trekkie. Und es wird noch besser, wenn wir die Episodennummern sagen. Ah, das okay. Was. Ja, genau. und ja, also die Serien gefielen mir alle unglaublich gut. Voyager fand ich am schlechtesten, aber trotzdem immer noch besser als Star Wars. Enterprise, ja, okay, hatte seine Stärken, definitiv. Die waren zum Teil wirklich ganz gut, die Folgen. Also zur Erklärung, das war die allerletzte Serie. Das war die letzte Serie, die aber allerdings vor der ersten Serie spielt. So ja, genau. Art Episode 1 für die Prequel, ja. Ein Prequel und jetzt ist noch ein Reboot, der nach dieser Serie, aber vor der
allerersten gedrehten Serie spielte. Und ja, der Reboot ist mir zu actionlastig. Es ist für mich ein Star Trek ist für mich jetzt die neuen Filme nur noch gute Action, Science-Fiction-Filme, aber kein Star Trek mehr. Und zu dem Thema der der Trailer, der, wie heißt der nochmal, der Brite, der das Drehbuch mitgeschrieben hat, der den Scott, glaube ich, Scotty spielt. Ach ja, ja, aus genau. Aus der Blood and Ice Cream. Ja, mir fällt jetzt auch der Name nicht ein. Also ist der Schauspieler vom Scotty. Der ist doch mittlerweile gestorben, oder? Nein, vom neuen Scotty. Ah, vom neuen Scotty. Und der hat sich doch am Drehbuch beteiligt. Ja. Richtig, genau. Und er meinte, das, was im Trailer vorkam, habe ich aber nicht so hingeschrieben. Und wenn das Drehbuch besser ist als der Trailer und dann auch das vorkommt, so wie es im Drehbuch vorgesehen ist, dann ist es wieder in Ordnung. Dann könnte es ein guter Film sein, weil der Typ, dem vertraue ich. Der ist wirklich gut. Er hat sehr gute Drehbücher schon geschrieben. Also könnte wirklich gut werden. Also ich glaube wirklich, es am gleichen Tag rauskommen wie Star Wars. Lief in einigen Kinos auch vor Star Wars und es steht ganz groß vom Produzent J.J. Abrams. Also das ist ganz klar, wen sie da abholen wollen mit diesem Trailer. So, das ist jetzt genau, kommt jetzt raus in der Halbzeit zwischen diesen zwei Star Wars Filmen jetzt. Das heißt, und das Witzige ist, der Regisseur von Fast and Furious 7, und da denke ich mir nur, Fast and Furious 7 hatte nichts mehr mit den vorherigen Filmen zu tun. Ich fand die sowieso die Reihe nicht besonders dolle. Und der siebte hat absolut gar nichts mehr mit Autos und Rennen und so weiter zu tun. Das war im Prinzip ein Autoflug-Simulator, wo sie mit Autos durch die Luft fliegen und solche Sachen. Mhm. Und jetzt kommt das Ganze noch im Weltraum vor. Naja, das ist richtig klar. Du möchtest sagen, dass du den Regisseur nicht magst? Oder? Ja, der Regisseur, dem vertraue ich nicht wirklich viel. Aber wolltest du nicht über Star Wars reden? Und, ach ja. Und welche Figur bist du jetzt? Achso, zu der Frage. Data. Data bist du. Ja, natürlich. Okay. Data. Nicht der Holocaust. Ich hätte bei S hörte ich übrigens Spot gesagt. Das ist die Katze von Data. Mhm. Okay. Wer bist du? Muss nicht sein. Im Trekkie-Universum. In welchem? Du kannst dir ein Universum aussuchen. Ein Affe aus Planeta Affen. Okay. Yes. Horst? Dennis. Cornelius. Cornelius. Ich weiß nicht, was mit Haar anfängt. Ja. Du darfst auch was ohne Haar. Ja, okay. Ich würde sagen, ich bin das harmonische Mittel aus Spock und Jar Jar Binks. Okay. Die dunkle Seite der Macht. Absolut. Darth Jar Jar. Absolut. Ja, ich hätte ja letzte Woche die Möglichkeit gehabt, die Star Wars Ausstellung. Es gibt jetzt Identity. Stimmt. Im Museum für angewandte Kunst. Im MAK, das für Umwelt zu besuchen. Aber nein, leider noch nicht. Ich bin leider erkrankt, aber habe Erzählungen gehört. Was hast du gehört? Die waren eigentlich rund und positiv. Sehr professionell, sehr gut gemacht. Man bekommt ein Armband. Und mit diesem Armband, glaube ich, kann man sich an gewisse Ausstellungsstücke ranhalten. Und dann findet da ein Austausch statt. Und man bekommt auch, also es wird dann, jeder bekommt, glaube ich, einen Avatar, so aus dem Universum von Star Wars. Und der kriegt dann auch so, glaube ich, ein, zwei Sätze Backstory. Und du kannst ja diesen Avatar dann auch per E-Mail zuschicken lassen. Und im Hintergrund, also ich habe ein so ein Bildchen gesehen, wo sich jemand ein Avatar einschlägt, war eine befreundeter Avatar, der so gefunden hat. Also da gibt es anscheinend auch eine Konnektion zwischen... Ich weiß es nicht, wie... Ja, das sind so die Hintergründe. Ja, also es läuft noch bis Ostern, glaube ich, also März, April. Und für Menschen unter 18 Jahren ist es sogar frei und wochentags. Also sehr spannendes Preismodell. Jahre. Okay, witzig, ja. Ich glaube unter 18, vielleicht etwas jünger. Das kommt dann noch kostenlos rein. Ja, also ich will es mir auf jeden Fall noch anschauen. Dann komme ich hierher und erzähle. Also ich habe nur Mac, hast du gesagt. Im MAK, in Mac. Und für Kinder natürlich, klar, auch zugeschnitten, aber und auch sehr geeignet. Also den Bericht, den ich gehört habe, gemeint, die Kinder hatten eigentlich den größten Spaß, die konnten mit ihren Armbändern eben an die Vitrinen und dort das auslösen und dort also interaktive Knöpfe anschauen und so. Und es gibt die Original-Filmrequisiten und Kostüme, die da ausgestellt werden. Das heißt Datenschutz richtig ziemlich bedenklich. Kommt drauf an, was du da eingibst. Ja. Weil die Kinder müssen sich schon ihren PGP-Schlüssel merken. Also, das ist ja auch wirklich das Mindeste, oder? Aber jetzt wirklich zu Episode 7. Star Wars.
Wen interessiert das? Star Wars, dich interessiert es nicht? Nur mich ja schon. Bitte. Ich hab's gesehen. Du hast es gesehen, okay. Wir waren ja durchaus bei der Premiere. Genau. Ihr wart's, wer war jetzt Premiere von euch? Du? Ich, ja. Also drei. Also, Stefan, das war nicht, dann interessiert es nicht. Cool. Ich war auch nur dort, weil er Tennis spielt. Dich interessiert es gar nicht, Dennis. Nee, na, mich interessiert es nicht so. Ich bin kein Star Wars Fan, aber wir sind halt eine größere Gruppe. Und wir haben uns die ganzen Star Wars Filme vorher angeschaut. Zum ersten Mal, oder? Nein, ich kannte die Filme alle schon, meine Freundin zum Teil zum ersten Mal. Mhm. Aber wir haben uns einmal pro Woche getroffen und haben die Star Wars Filme angeschaut. In welcher Reihenfolge? Leider in der falschen. Also normalerweise wird dir empfohlen 4, 5, 6, 2, 3. Also, und dann kannst du auslassen. Ja, das ist negieren. Die empfohlene Reihenfolge. Naja, es gibt auch die 4, 5, 2, 3, 6. Und die Specialized? Die Specialized? Ja, wir haben ich bin auch ein Nerd. Ja, also ich habe da, er hat die Freak schon gehört. Ach so, hat sie erst geschossen. Ja, genau. Ja, da habe ich auch eine ganz eigene Meinung dazu. Okay. Zu diesem ganzen Komplex Special Edition. Und so. Ja, deswegen musste ich in die Premiere mit. Und da uns jemand abhanden gekommen ist, der dann nicht mitgekommen ist, habe ich einen Gregor mitgenommen. Ja. Zuerst habe ich einen Horst angerufen, weil er eine Haus-Rufnummer hatte. Aber Gregors Rufnummer hatte ich nicht. Und ja, Horst hat mir SMS geschickt, ne? Ja, genau, und dann habe ich die von Gregor bekommen und dann habe ich ihn mitgenommen. Ich wusste, dass einer von den beiden mitkommt und ich hatte nur einen. Ja, und ich war total dankbar irgendwie. Also auch wenn ich der riesigste Star Wars Fan bin oder so, das kann ich ja mal schon vorab sagen, so die ersten 10 Minuten oder ersten 5 Minuten, wenn dann irgendwie so die Schrift auftaucht und das Thema beginnt und so, habe ich mir gedacht, okay, das ist der Star Wars Moment, jetzt bin ich da, das ist so ikonisch. Das war schön. Also das war noch ganz schön. Ja, das waren wirklich das Kino. Wir waren übrigens in der 2D-Premiere, nicht 3D. Ja. Beneidenswert. So, ja, also wir hatten kein schlechtes Bild, wir hatten auch keinen Kopfweh anschließend, sondern wir haben es genießen können, zumindest. Mhm. ja, also im Heimkino. Genau, im Heimkino auf Englisch. Ja, Han Solo stirbt. Moment. So, jetzt müssen wir den ganzen Podcast mit einem Spoiler machen. Das sollte sein. Ich bin unschuldig. Okay, wir machen wirklich bei dem Zeitpunkt eine Spoilerwarnung. Ja, aber jetzt merke ich, bin ich doch der einzige richtige Star Wars Fan hier. Ja, also muss sagen, ich habe regalweise Bücher zu Hause stehen aus dem Star Wars Universum. Alle Fernsehserienfolgen gesehen, die Filme. Also, das ist in Zukunft hier eine Berechtigung. Zumal, ja. Also, Star Wars, Faszination einfach. Cool. Wie hast du es kennengelernt? Wie habe ich es kennengelernt? Auch ganz spannend. Tatsächlich durch Lego Star Wars. Also, ich war damals in meiner Kindheit, gab es erstmals dieses Lego Star Wars, muss im Jahr 1998, genau. Mhm. Das war ein Jahr vor Episode 1. Moment, ich muss jetzt wirklich vorweg fragen. Hast du den Droid, den man rollen kann? Nein, aber den Droid hatte ich, den Kampfdroiden. Nicht den Droidika, sondern den... Den Droidika, schade, den bin ich nämlich auf der Suche. Oh, nein, also, falls irgendjemand den Droidika, den man rollt und der sich dann aufklappt hat, gerne melden. Also ich bin noch auf der Suche nach dem. Gibt's ab und zu auf Willhaben, aber... Aus Lego-Technik. Ja. Ah, ja, das ist ein Modell, das wirklich sehr spannend ist. Genau, also so zu Star Wars gekommen. Da hast du noch keine Filme gesehen? Da hatte ich noch keine Filme gesehen. Da war ich auch nicht zu Hause auf Video. Da war ich auch erst 7 Jahre alt, okay, 1998. So, okay. Also, ja, aber dann eben tatsächlich, und das glaube ich, macht auch einen ganz anderen Ansatz für mich, an Star Wars heranzugehen, weswegen ich mich auch jetzt immer ärgern muss, wenn das Film besprochen wird, weil ich dann tatsächlich Episode 1 als allererstes gesehen habe, war mein erster Kontakt mit Star Wars. Das ist doch schlecht, das ist doch die mit Jabba, oder? Jabba Binks. Jabba Binks, ja. Genau. Und dann natürlich sofort in den nächsten Tagen, dankbar dem ORF, hat es dann, im Rahmen der... Du hast Episode die echten 1. Star Wars gesehen. Die echten gesehen, ja. Auch noch gar nicht die Reihenfolge ganz begriffen. Aber ja. Nicht die digital remastered Version, oder war, doch. War die schon im ORF? Die war 1997 im Kino und dann eben im Jahr 2000 im Fernsehen. Ah, okay. Das war so dieses Ding. Das heißt, ich kenne auch nur diese, ich nenne es jetzt mal Einheitskontinuität. Das heißt, die Filme, die schon so angepasst wurden, dass sie zusammenpassen.
Da gab es dann den DVD-Release 2004, erstmals auf DVD, die alte Trilogie. Und da haben sie dann den Anakin Skywalker ausgetauscht, den Geist. Da haben sie dann nicht den diesen Schauspieler, den ich in der Fernsehversion nicht zuordnen konnte, weil wer war das? Mhm. Das ist irgendein Typ. Ich wusste, bis ich das die Star Wars-Enzyklopädie durchgeblättert hatte, nicht, dass das Anakin Skywalker sein soll. Es war irgendein Mensch, der halt neben Yoda und Obi-Wan steht und lächelt. Und ich denke mir, den wird man schon noch kennenlernen, Episode irgendwas. Mhm. Das haben sie dann geändert und den Schauspieler aus Episode 3 dort hinein retuschiert. Um zu sagen, okay, das macht jetzt irgendwie auch Sinn. Das ist tatsächlich etwas, wo sich die Geister am meisten schneiden, glaube ich, in dieser Änderung. Da haben es Firmen eigene Historiker, die dann aufpassen, dass das alles Sinn macht. So. Dazu komme ich dann gleich bei dem Thema des erweiterten Universums, des Expanded Universe. Genau, das heißt, ich bin ein Mensch, der dann tatsächlich sagt, ja, alle 6 oder mittlerweile eben 7 Star Wars Filme sind Star Wars Filme. Also auch da denke ich mir, wenn Leute sagen, aber die sind dann natürlich auch wesentlich älter als ich, die sagen, nein, es gibt nur die Filme 4, 5, 6, die anderen kann man ignorieren. Ja, so eine landläufige oder Oldschooler. Genau, wo ich mich dann einfach ärgere, weil ich sage, ja, das war so gedacht damals, aber sie haben Filme gemacht, die, und es gibt ein paar Logiklücken, sage ich mal, wo man sagt, das klingt jetzt ein bisschen komisch, die sie tatsächlich dann nicht mehr angepasst haben. Ja, so Wörter wie, ihr habt meinem Vater in den Klonkriegen gedient. Ja, wo man sagt, okay, dient ein Jedi einem Senator, irgendwie erklären sie es dann in den Fernsehserien zum Beispiel. Wo man auch sagt, okay, sie sehen das wirklich als... Hast du eine Religion auch, oder? Ein religiöses Bedürfnis in den Star Wars. Ich habe am Kongress jemanden kennengelernt, gefragt, hast du Star Wars schon gesehen? Sage ich, ja, was fragst du mich, Star Wars ist meine Religion, habe ich ihm geantwortet. Ach so. Genau, da kann man viel Zeit damit verbringen. So, unter dem Vorwissen jetzt mal zu Episode 7. Also das ist jetzt die, was ganz Neues. Genau. Und die, was, habe ich das richtig kapiert, jetzt auch nach, die spielt chronologisch. Chronologisch nach Episode 6. Genau, richtig. Mhm. Okay. Und auch ungefähr so lang, wie jetzt Echtzeit vergangen ist, also 30 Jahre danach. Mhm. Das heißt, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind 30 Jahre gealtert. Ja, ist auch älter geworden. Ja? Genau. Ja. Genau, wobei sie sich für die Rolle wieder ordentlich... bezahlen haben lassen. Ja, gar nicht so, aber die Carrie Fisher ja wirklich, wenn man sie vor 2 Jahren gesehen hat auf Fotos, hat sie komplett anders ausgesehen. Also ja, die, so mehr aufgeholt, oder? Ja, und schon faltig und so, also die hat auch einige schöne OPs hinter sich. Echt? Nur für die Rolle. Echt cool. Weil, ja. Du meinst, es ist nicht digital irgendwie? Nein. Ja. Die tritt auch so... Hollywood. Oh. Stefan geht gleich. Nein. Stefan, ich sehe das, das als Sozialstudie. Stefan kommt zu Hause. Über was wir geredet haben. Genau, und da sind wir bei dem, was du, Gregor, vor 2 Stunden gesagt hast. zu sagen, also ein bisschen ist es ja ein Reboot, Episode 7. Mhm. Was sie aber jetzt geschafft haben, den Spagat zwischen, wir sind noch in der gleichen Zeitlinie, haben aber trotzdem den Status hergestellt, wie er bei Episode 4 war. Mhm. Und da vielleicht auch ein Kritikpunkt, den man öfters hört, so Episode 4, so Original Krieg der Sterne, genau, A New Hope. Zu sagen, man denkt sich ja, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, wer ist jetzt da diese First Order und genau, das habe ich mich auch wer ist der Widerstand, was ist mit der neuen Republik, die wird doch so groß ausgerufen. Das ist ja einfach ein billiges Mittel, sage ich jetzt mal, um zu sagen, wir haben jetzt wieder die gute Fraktion, sind die kleinen, unabhängigen, weil die neue Republik zerstört wurde und jetzt haben sie keine Militärmacht mehr, jetzt haben sie nur noch diese paramilitärische Organisation. Ist aber tatsächlich im Kanon des Universums durchaus logisch erklärt, vielleicht das auch mal aufklären, zu sagen, das Imperium löst sich ja nicht ganz auf. Mhm. Weil klar, nur weil man jetzt den Imperator tötet, lösen sich nicht alle Strukturen auf. Große militärische Macht. Die schließen aber einen Friedensvertrag mit der neuen Republik, was heißt, wir greifen uns gegenseitig nicht an. Wenn jetzt natürlich eine Seite den Vertrag verletzt, geheim, dann muss die andere Seite das auch geheim vorbereiten. Mhm. Deswegen der Widerstand, der, sind wir vielleicht beim Thema vom Anfang, staatlich subventioniert wird von der neuen Republik. Ah, okay, die betreiben das. Aber nein, sie betreiben es eben nicht, ja, privatisiert, also ausgelagert. Sie investieren darin. Genau, sie investieren da rein, wollen aber offiziell damit nichts zu tun haben, weil dann würde die Republik, die auf Demokratie fußt,
sagen wir, rüsten auf und sie haben einen Abrüstungsvertrag abgeschlossen. Und wer fliegt jetzt mit diesen riesigen Sternenzerstörer herum? Das sind die First Order. Die was erste ist die Ordnung, das ist das Überbleibsel vom Imperium. Okay. Gibt's ein paar, die friedlich jetzt verwalten. Aha. Und ein paar, die sagen, nein, das geht nicht, wir müssen uns die Macht zurückholen. Mhm. Die gehen dann oft in den äußeren Rand und machen dort eine eigene Akademie und so weiter. Mhm. Deswegen auch die neuen Sturmtruppler. Mhm. So, jetzt kann man sagen, woher weiß er das alles? Ja, woher weiß er das alles? Oh, danke Gregor für diese Frage. Und da sind wir jetzt bei diesem erweiterten Universum. Und als Disney Lucasfilm aufgekauft hat, haben sie gesagt, alles, was bisher erschienen ist, ist ungültig, ist nicht mehr Kanon. Hat natürlich den einfachen Grund, dass wenn sie jetzt in diese 200 bis 400 Bücher und Comics, die da rauskommen, jetzt noch die Filme irgendwie einbauen müssen, haben sie gar keine Freiheit mehr. Ja. Gesagt, wir erklären alles für ungültig. Also ich muss da widersprechen. Ich denke, das war überhaupt nicht das Argument. Das Argument waren sicher so intellektuelle Property-Geschichten. Aber die haben sie doch eingekauft. Nein, eigentlich bei der Lore ist es schwierig. Ja? Naja, die mussten aber alle, das war schon Lucas Books und so weiter. Eigentlich hat der George Lucas das vorher eigentlich schon geeint. Das heißt, der George Lucas, er hat das ja verkauft an Disney, oder? Höchstpersönlich. Ja, also, genau. Wobei man sagen muss, bei den Büchern, die davor, also vor der Disney-Übernahme rauskamen, der George Lucas hat kein einziges davon gelesen. Okay, ja. Das sagt er auch. Dazu steht auch, das heißt, die haben die Lizenz quasi eingekauft. Ja. Und die waren wirklich Fans, das wurde fast überprüft von Lucasfilm, sind das wirklich Fans, dass die da jetzt keinen Schindluder treiben. Mhm. Wobei da gab es auch ganz, also die Stories widersprachen sich da teilweise krass. Und George Lucas hat das auch wirklich ignoriert, das heißt, der Clone Wars Fernsehserie, diese 3D-animierte Serie, die dann ab 2005 erschien, in 6 Staffeln und einem Kinofilm, die hat teilweise Sachen widersprochen, die Handlungen in Büchern waren, die zur gleichen Zeit in der Zeitlinie spielen würden. Weil er hat gesagt, das ist nicht mein Star Wars, es ist eine mögliche Variante, wie sich das entwickelt haben könnte. Also dafür, dass Star Wars ein fiktionales Fantasiegebilde ist, gibt es parallele Zeitlinien. Genau, ja, richtig. Und was dann gemacht wurde, einfach bei der Disney-Übernahme zu sagen, wenn man Leuten zuhört, die über Star Wars reden, dann ist das immer zumindest genauso verworren wie die Handlungsstränge, über die sie reden. Ja. Die haben das Legends genannt. Legends, ja. Hat einer von euch Kontakt zu Müttern mit Kindern, wurscht welchen Alters? Ja. Weil die erzählen mir immer, ah, jetzt kann er endlich reden, aber er redet nur Scheiß den ganzen Tag, irgendwas über Star Wars. kann ich bei meinem Neffen, kann ich das bestätigen? Ja, bei meinem Neffen. Ist einfach nur genervt. Meine Nichte ist Trevor-Fan, falls jemand GTA 5 etwas sagt. Ah, GTA 5. Okay. Ah, ja. Aber Star Wars mochte sie auch. Klar, man muss sagen, wenn man über die Lore von Star Wars sagt, ich glaube, gerade die Zeichentrickserie hat das geschafft, diese großen Abstände jetzt zwischen erster Trilogie, zweiter Trilogie und dem jetzigen Teil, viele der eben späteren Generationen abzuholen in das Star Wars-Universum. Mhm. Ja. Also, ja, genau. Was macht für dich den Reiz aus an Star Wars? Generell? An Star Wars? Das ist, glaube ich, genau dieses zusammenhängende Universum. Das ist aber auch Star Wars. Herr der Ringe. Was das Schöne an Star Wars ist, man darf sie nicht als Science Fiction begreifen, weil es ist ja sehr wenig Science dabei. Ich meine, Tim Pritloff hat das auch ganz nett erklärt in der letzten Freak Show, gesagt, naja, es ist ja in einer Galaxie weit, weit entfernt. Das heißt, vielleicht gelten einfach andere physikalische Regeln. Und er hat gesagt, damit kann man das sicher. Zwei Sätze. Genau. Aber was die Faszination ist, einfach dieses moderne Märchen und diese Geschichtenerzählung. Diese doch vielleicht auf den ersten Blick simplen Handlungsstränge, zu sagen, gut gegen böse, dann doch auf eine mehrdimensionale Ebene zu bringen. Das ist, glaube ich, die Faszination, die ich dafür spüre. Ist es Fantasy? Ist wie ein Märchen, würde ich einfach sagen. Märchen. Das war auch immer so mein geheimer Kritikpunkt daran, warum es, glaube ich, mir nicht so gefallen hat. Ich hatte Probleme mit Fantasy. Ein Märchen hat nach meinem Verständnis eine Moral. Ein Märchen hat nach Definition keinen Autor, keinen Bekannten. Also ein Märchen kann es nicht sein, weil Märchen, Gebrüder Grimm-Märchen zum Beispiel, gesammelt, da ist unbekannt, wer der Autor überhaupt in Wirklichkeit ist. Also Volksgeschichten.
Ja, es ist, also weil der Autor bekannt ist, kann es schon kein Märchen mehr sein. Also für mich ist Star Wars weder Fantasy noch wirklich Science Fiction, aber wenn eher Science Fiction, weil wenn man die ursprüngliche Definition von Science Fiction und Fantasy gibt, das waren die nämlich nahezu identisch. Es gibt keinen Unterschied zwischen Fantasy und Science Fiction nach den ursprünglichen 20er Jahren, sondern der Unterschied war nur, hat die Geschichte 20 Cent gekostet oder mehr? Science Fiction waren die teuren Sachen, Fantasy waren die billigen Sachen. Mhm. Also dementsprechend gehörte Herr der Ringe eigentlich dem Science Fiction an. Also es heißt nicht unbedingt, dass Science Fiction etwas, ja, beides ist ja im Prinzip fantasievoll. Also man hat etwas, was es nicht in Wirklichkeit gibt, beziehungsweise die Wissenschaft ist auf einem anderen Stand. Und so kann man sagen, ein Drache, der Feuer speit, ist auch ein wissenschaftlicher Stand auf einem anderen Standpunkt. Man hat nur noch kein Wesen gefunden, das das macht. Und so kann man sagen, ja. Es gibt Parallelen auch zur Teilchenforschung. Es werden immer so Teilchen postuliert, die man noch nicht gefunden hat. Ne? Ja, genau, richtig. Oder ein Laserschwert ist Fantasy, weil es gibt keine Lichtschwerter. Doch. Ja, und so kann man eigentlich beides in beide Richtungen argumentieren. Mhm. Man kann auch sagen, man entlehnt es vielleicht im Bereich der Sagen. Es ist ja die klassische Heldenreise. Ja. Ist ja Star Wars. Ja. Ja, es gibt einen magischen Gegenstand, es gibt den Mentor, also besonders in Episode 4, aber es wird natürlich total kopiert in Episode 1 und Episode 7. Es gibt diesen magischen Gegenstand, in Episode 7 total zum Exzess gebracht, dieser magische Gegenstand. Ja. Rey, jetzt haben wir eh schon gespoilert, Rey greift das Lichtschwert an und hat dann plötzlich diese ganzen Visionen und jetzt weiß sie muss auf diese Reise gehen. Das ist schon von Artus. Richtig, das ist genau das. Genau. Also Rey ist genau... Rey ist die Frau da. Rey ist die Protagonistin, ja. Großartig übrigens, Daisy Ridley. Ja. Ihrem Twitter-Account übrigens folgen, die postet jeden Tag irgendein lustiges Star Wars-Meme. Meistens verarscht sie Harrison Ford dabei. Zurück zu Star Wars, also was sind wir jetzt, Episode 7? Oder 7, genau. Ich wollte noch dieses erweiterte Universum erklären, aber zuerst hat das deine Frage ein bisschen beantwortet. Sagen, oder die Moral, Stefan. Sagen wir, es war eine Antwort. Die Moral ist auch, es geht vor allem um zweite Chancen. Zu sagen, wenn ich vom Weg abkomme, muss ich dann da bleiben oder kann ich wieder zurück? Das war jetzt wesentlich mehr eine Antwort. Ja. Es ist auf jeden Fall märchenhaft. Märchenhaft, ja. Es geht um diese Familienverhältnisse, es geht um Adelsgeschlechter, es geht um die Heldin. Ja, und für einen Totalgläubigen, ist das nicht ein bisschen Verarschung, dass man jetzt in Episode 7 genau dasselbe sieht wie in Episode 4? Also mir so vorkommen, gehen die Ideen aus und sehe, nein, gar nichts. Noch einmal nach. Star Wars. Ist die Heldenreise, die erzählt sich immer von neu. Ist das immer dieselbe Geschichte? Es muss immer zurückgehen auf den Kampf Gut gegen Böse. Ah, okay, okay. Wenn wir uns Episode 1 anschauen, wenn wir uns Episode 4 anschauen, wenn wir uns Episode 6 anschauen, die erzählen alle die gleiche Handlung. Ah, okay. Exakt die gleiche. Okay, Episode 7 auch. Das ist schon der vierte von sieben Star Wars Filmen, der exakt die gleiche Handlung erzählt. Okay. Jetzt kann man fragen, was ist daran jetzt eigentlich noch faszinierend? Aber wir sehen es durch die Augen von anderen Menschen. Okay. Wie die mit diesen jede Generation Problemen kriegt ihr Star Wars mit ihren neuen jungen Schauspielern und so. Jede Generation und dadurch eben auch das im Film, im Universum. Eine andere Frage, der Schauspieler Harrison Ford ist ja noch nicht wirklich tot. Ne? Nein. Gibt es eine Chance, dass der dann so als Geist dann noch eine Zeit lang mitsteht? Als Geist nicht, weil er ja nicht die Macht beherrschen kann. Ah, okay. Aber er ist bestätigt für den Cast von Episode 8, wie auch immer sie das machen wollen. Nachdem ja Harrison Ford in der Gestalt von Han Solo gestorben ist. Ist er wirklich tot? Er ist ja so runtergefallen, man hat es nicht so genau gesehen. Ja, im Star Wars Universum, du hast recht, sagt das natürlich nicht viel aus, weil auch Darth Maul wurde in zwei Hälften geteilt, ist runtergefallen und kommt ist zurück. Auch runtergefallen Luke Skywalker, der wurde natürlich von einer Luftschleuse aufgefallen, der einen Ampressdruck hat. Aber nichts ist fix im Star Wars Universum, wobei das wäre schon sehr tragisch, weil für den Stefan zusammengefasst, der Sohn muss seine Prüfung bestehen, indem er seinen eigenen Vater tötet, um zu zeigen, er hat keine Verbindung mehr zu ihm. Schon wieder Helden sagen. Genau, richtig. Mhm. Genau. Also die ganz klassischen Motive finden wir hier wieder. So, und jetzt, um zum erweiterten Universum zurückzukommen, Disney kauft Lucasfilm und seitdem, und die Frage hast du auch schon gestellt, Horst, gibt es die Lucasfilm Story Group.
Das ist ein das sind die Firmen in deren Historie scharf. Richtig, das ist so ein Komitee von ungefähr vier Menschen, wo angeblich Machtfantasien. Ich möchte auch so sitzen und sagen, die Menschheitsgeschichte wird umgeschrieben, weil 2000 Jahre lang wurde ich nicht persönlich angebetet. Das ist alles aus den Schulbüchern. Zum Beispiel, genau. Die müssen jede Geschichte abnicken, die seitdem erscheint. Ob das jetzt ein 16-seitiger Comic ist oder ein Videospiel oder die haben die Macht, ja genau. Oder eben Bücher. Und oder Lego-Baukästen. Oder Lego-Baukästen. Und da müssen jetzt die dänischen Lego-Designer hinbilden nach Kalifornien und sagen, bitte, bitte, dürfen wir den Lego-Stein so machen? Und die sagen, nein, ich glaub, das soll mehr schwarz sein. Ich glaube eher, dass die eine ziemlich genaue 3D-Ansicht bekommen von dem Raumschiff und die wahrscheinlich auch eine automatisierte Software haben, die Lego-Steine draus macht in Dänemark. Also ich glaube, so kreativ ist das heutzutage nicht mehr. Mir geht es eher um den Mechanismus der Macht, wer wohin gehen muss, betteln. Das fasziniert mich. Also man muss immer zu Disney zurückgehen, betteln. Und das, Sie können sich wahrscheinlich als letzte Diskussionsmöglichkeit das Laserschwert ziehen irgendwie und sich gegenseitig bekämpfen. Ja, die Feder stärker als das Lichtschwert. Und sagt, gibt es mir Hoffnung, a New Hope? Da gibt es so eine Art Open-Source-Rebellen, Star Wars-Fangroup, die sagen, wir scheißen auf Lucasfilm, wir bauen uns unser eigenes Star Wars und schreiben uns die Geschichten selber und veröffentlichen sie Creative Commons lizenziert und machen uns das alles selber und drehen so Fan-Videos am Hinterhof mit der Nachbarstochter. Ja, das gibt's tatsächlich. Da gab es auch eine Crowdfunding-Kampagne kurz bevor, oder ich bevor Disney Lucasfilm aufgehört. Werden die dann von der dunklen Seite von Kali der Macht so niedergehen? Ja, also ich glaube, seit Disney das übernommen hat, ist die Toleranz sehr gering. Weil Disney, die sind ja die. Das ist doch die wahre Story. Also man sagt dann vielleicht, um das abzuschließen, um dann tatsächlich zu House of Cards zu kommen, man sagt ja, dass das Urheberrecht in Amerika mal dann verlängert wird, wenn das von der Mickey Mouse auslaufen würde. Ja, das ist genau, der Klassiker. Genau, der Klassiker. Ja, also das sieht man, glaube ich, schwarz, seit Disney das übernommen hat. Und ansonsten gibt es natürlich die Fanfiction, die natürlich wie in jedem Fanfiction-Bereich dann natürlich in die Sexualität übergeht. Das heißt, ja, natürlich. Ja. Naja, das ist das schon sind ja oft so, bei oder? Fanfiction so, sind ja auch die 50 Shades of Grey entstanden, als Fanfiction zu Twilight zum Beispiel. Mhm. Ja. Was nichts anderes ist als eine Disney-Geschichte, nämlich Das Schöne und das Biest. Richtig, genau. Und, oh. Und zwar alle drei sind das so fast. Der Stefan ist total verzweifelt. Wobei es schon immer schön um das Bestiale gegeben hat. Ja, im Fernsehen. Wem sich das Ganze nicht erschließt, so wie mir, dem empfehle ich Introducing the Specialized Edition and its Sources. Das ist ein YouTube-Video, wo erklärt wird, wie ein paar Nerds sich mehrere Quellen zusammenglauben von Star Wars-Videos, um eine echtere, bessere Version dessen zusammenzubauen. Sie forken Star Wars. Es ist weniger forken als versuchen, ein High-Definition-Video des Originals zu rekonstruieren, das es nicht gibt in der Realwelt, sondern es gibt VHS-Kassetten, es gibt so Blu-ray-Zeug. Aber damals hat noch nicht so gut aufgenommen. Nein, weniger das. Es geht darum, dass die Blu-ray, die HD-Version von George Lucas eben angepasst wurde, um in diese Einheitskontinuität zu passen. Und einige 3D-Spielereien hat hinzugefügt. Ja. Das heißt, der Film, der in den 70ern im Kino war, wurde dann für den Re-Release 1997 fürs Kino, wurden ein paar 3D-Animationen hinzugefügt. Mhm. Das war auch der Testballon, um zu schauen, schauen die Leute nach Star Wars, können wir Episode 1 überhaupt rausbringen? Mhm. Und dann nochmal für den DVD-Release, habe ich erzählt, 2004, nochmal angepasst wurde, mit noch ungefähr 10 Sekunden Neumaterial und dann für den Blu-ray-Release 2008, zum Beispiel bei Return of the Jedi eine kurze Szene hinzugefügt. Und es gibt die Originalversion, wie sie im Kino lief, beim ersten Mal rauskommen, die gibt es einfach nirgends. Mhm. Die höchste Form war die Laserdisc-Variante in den 90er Jahren. Aber hat man nicht die ich weiß nicht, 16mm Filme oder was das war? Ja, aber die, dazu hast du keinen Zugriff. Dafür musst du George Lucas sein. Oder mittlerweile Disney. Genau. Wurden nur verborgen an Kino. Genau, und was machen die jetzt, Stefan? Ja, die schneiden das zusammen, digital. Und das ist immer anzunähern, diesen Original. Ja, ja. Genau, also, die nehmen zum Beispiel die Blu-ray Edition und übermalen, was von 3D-Software hinzugefügt wurde, übermalen sie wieder mit dem Hintergrund, Frame by Frame. Aber alles nur, weil es die originalen analogen Kinokassetten nicht haben. Genau, die gibt es schon noch, die liegen in einem Bunker. Das anzunehmen. Wahrscheinlich. Es ist auch so, eigentlich müsste es die sogar veröffentlicht geben, in gewissem Sinn, weil da gibt es dieses Projekt mit den. Ja, alle,
immer 50 Filme pro Jahr werden von der American Film Society oder wie genau, das da heißt, die auch für Oscar zuständig. Ja, wo sie eigentlich auch aufgenommen wären. Also da müssten die eigentlich liegen, diese Filme. Ah. Also die, da sollten die, mal eingebracht werden, sind aber nicht eingereicht worden dazu. Das heißt, es gibt keinen Zugriff dazu. Aber ganz andere Frage, das Star Wars 19, wann ist das erste jetzt rausgekommen? 1979 oder der Episode 4? Ja, 74. 74? Ja, schon relativ, also nicht mal. Ach doch, er weiß es. Nein, nicht 74. Doch, doch, ist ja schon so alt. Ja. Okay. Aber analoges Video war damals auch locker. Nein, Full HD. Aber das sind also doch in alle Kinos weltweit ist das damals doch gespielt worden. Da müssen sie ja hunderte von so diesen riesigen Metalldosen mit den Kinofilmen. Ja, wobei haben. Kinofilm wird auch im Laufe der Zeit nicht besser. Also das aber Material. Da muss doch noch einige geben. Das kann kein Zugriff. Also, ja. Naja, wirklich so eine super Organisation, dass man dann hunderte Kino was schickst, haben die alle Dosen nach wie vor wieder zurückkriegt. Ja, das kann ich mir schon logistisch nicht vorstellen. Und das zeigt, weil ich meine Bücher Airport verschwindet. Ich habe dir George Lucas persönlich besucht. Genau. Mit Katze gestreichelt. Okay, ja. Also meines Wissens werden die vernichtet. Okay. Damit aber es ist sehr Privatverführung. Es ist sehr interessant einmal, welche Quellen sie dazu heranziehen, aus welchem Grund welche Quelle dann jeweils genommen wird, um welches Ergebnis wieder zu erreichen. Also dafür, dass du kein Star Wars Nerd bist, höre ich heraus, dass dir dieser Nerd-Aspekt, also der Videoschnitt-Aspekt ist sehr cool, oder der digitale Video-Arbeitungseffekt. Ich meine, das ist gar nicht so lange her jetzt gerechnet, 74 schon lang, aber nicht lang, und dass da schon Probleme gibt, irgendwie so die Quellen dafür aufzutreiben. Ist ja heutzutage bei den Kinofilmen ist es schon schwierig, vor einem Kinorelease alle Datenquellen irgendwie zusammenzuhalten, dass es nicht schon gedickt wird ins Netz. Kann man daraus extrapolieren, was wird man in 200 Jahren von unserer Kultur alles noch an Originalquellen haben? Einerseits glaubt man nicht alles, wir sind ja eh voll digitalisiert, ja, von wegen nicht. Also auch ein Podcast ist digitalisiert und die müssen dann so aus unseren Bemerkungen, die wir so nebenbei machen, müssen sie dann rekonstruieren. Die Remastered Wirtaucher-Podcast Edition. Genau. Um das Star Wars-Thema abzuschließen, noch zwei Podcast-Empfehlungen. Mit Anton Kruger, der hineingeschrieben worden ist, den niemand kennt. Also letzte Woche wurde aufgenommen eine Folge von Picknick am Wegesrand, wer den Podcast kennt, von Light Medium und Gregor Sedlak und einer Gästin, die ich jetzt leider vergessen habe. Die ist noch nicht veröffentlicht, nämlich der Podcast, aber sie haben geschrieben, wir nehmen auf zum Thema Star Wars, haben sie getwittert. Also das heißt, der wird ungefähr im Laufe dieser Woche rauskommen. Und eine zweite Empfehlung ist der Podcast Radio Tatooine, heißt der. Ist aber deutschsprachig. Das sind einfach Star Wars Nerds, die sich zu diversen Themen treffen. Die haben auch eigene Buchclub-Episoden, wo sie nur die Bücher besprechen. Und die haben allein zur Episode 7 jetzt schon 12 Stunden Podcast rausgebracht in 3x4 Stunden. Und haben auch alle anderen Filme davor in ungefähr 6-7 Stunden besprochen. Und daran anschließend die dritte Podcast-Empfehlung, habe ich aber selbst noch nicht gehört, weil da braucht man, glaube ich, sehr viel Zeit. Das ist die Star Wars Minute, ist auf Englisch, die pro Folge eine Minute Star Wars Film, den sie analysieren. Und da kommen von 30 Minuten bis mehrere Stunden Podcasts raus, für eine Minute Film. Das heißt, sie haben diese eine Minute Film, die besprechen sie. Und dann sagen sie, ja, das Alien da hinten. Und ja, genau. Da gibt es auch von Cult Mirror die 5-Minuten-Edition, wo sie Harry Potter alle 5 Minuten eine Podcast-Folge, allerdings in Videoform. Okay. Die könnte man so als Podcast-Hörer alternierend hören, so 5 Minuten Harry Potter. Also ich streiche jetzt die Star Wars-Punkte da mal ab. Du darfst schon. Also das war genug Star Wars für die nächsten 5 Jahre. Episode 7 selber gar nicht so lange besprochen. Eigentlich. Überhaupt nicht. Stimmt, eigentlich gar nicht mit einem Satz. Ja, jetzt halten wir das kurz. Aber ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen noch dazu, die es einfach auch besprochen haben. CineCouch und Nerd Talk sind einfach so zwei Podcasts, die ich gerne höre. Und die geben sich auch über Star Wars? Ja, jetzt nicht super exzessiv und auch nicht in riesigster größter Expertise, aber interessant zu hören. Also da kann man CineCouch sowieso von mir eine große Film-Podcast empfehlen. Ja, jetzt ist die Liste schon lang. Jetzt muss ich natürlich noch die Kulturpessimisten, die das am Kongress aufgenommen haben, die Besprechung auch noch empfehlen. Sonst schimpfen sie mich. Die haben auch, glaube ich, 3 Stunden oder so was Star Wars geredet. Kulturpessimisten. Genau, haben das am Kongress aufgenommen.
ein Stück Trivia in der jüngsten Saturday Night Live Show. Mhm. Dritter Hauptdarsteller auch, der den Bösen spielt. Also der was. Der Adam Driver. Adam Driver, so wie der Fahrer. Ja, genau. Und nicht nur von dort kennst du ihn, weil du hast ja sondern auch von, ja, von Girls. Girls, ja. Und das ist mir peinlicherweise erst nein, wirklich gefallen bei der Saturday Night Live. Okay. Ah, okay. Eine andere Frisur gerade im Star Wars. Die Anti-Helm-Frisur. Ja, genau. Episode 7, ein Schlusswort, vielleicht drei um das machen. Ja, also eh, also. Also ich bin ja kein riesengroßes Star Wars Fan, deswegen kann ich mich nicht irgendwie kompetent dazu äußern, dass das aufgefallen ist und was auch viele dazu sagen. Und das Fanservice, also der die Originalreihe mag, der wurde bestens bedient, weil es treten sehr viele Charaktere auf, die man aus Episode 4, 5, 6 auch kennt. Und auch diese Jar Jar Binks. Ja. Und auf jeden Fall auch diese Erzählweise jetzt eher weg von diesen politischen, wieder hin zu so einer Abenteuer-Helden-Story. Ja, sage ich mal, gebunden. Wurdest du gut unterhalten? Definitiv. Hat jetzt funktioniert, wobei ich auch wirklich sagen muss, nicht meine Welt, nicht mein Universum und irgendwie bei diesen ganzen langen getragenen Reihen, also wenn man es ins Negative drehen möchte, könnte man sagen, okay, so die Zeit, die man hat, so eine Zitatenschleuder, man ist irgendwie gut serviciert als Fan. Ob es das Film jetzt wirklich noch so weiterbringt, weiß ich nicht, aber andererseits, good enough. Wer ihn schon gesehen hat, muss ihn nicht ein zweites Mal sehen. Wer ihn bisher noch nicht gesehen hat, muss ihn auch nicht sehen. Das heißt, boah. Sagt der Star Trek-Fan. Okay. Ja, hast dann? Mich hat gestört, dass die sie sind da jetzt in der wievielten Episode und fliegen immer noch mit X-Wings herum. Ich meine, haben die sich nicht weiterentwickelt? Die sind noch 30 Jahre später. Also die haben jetzt gerade mal den Katalysator. Ja, wenn wir drüber nachdenken, wir fahren auch noch mit Benziner und Diesel herum. Also von Anfangjägern, du hast jetzt nicht mehr Anfangjäger, die vor 30 Jahren. Also du hättest gerne moderner. Wobei, es ist das äußere Erscheinungsbild. Die TIE-Jäger zum Beispiel, haben jetzt endlich ein Schild bekommen. Ah, okay. Ja, das zweite, da war so ein Gefecht und dann tun die X-Wings dann dafür, dass eh was anderes zu tun haben, dann dauernd nach unten auf die Bodentruppen schießen. Mhm. Dann haben wir gedacht, yeah, wenn du mit einem X-Wing umeinander fliegst, der da mit mindestens 400 km/h umeinander fliegt, hast du nicht Zeit, auf einen einfachen Infanteristen zu schießen. Okay, das ist ein Realismus. Das war für mich ein bisschen Verschwendung von taktischen Ressourcen. Nein, damit schon an. Sag, wir haben auch heute gelernt, dass der Horst Zivildiener war. Wir bezweifeln das jetzt nach diesen Anmerkungen. Nein, und sonst, ja, eh okay. Also ich finde, die stärkste Szene war für mich, wo die, wie heißt sie, die Frau, die Junge, das Mädel? Die Ray. Ray in diesem abgestürzten Sternenkreuzer herumkrabbelt. Rumkrabbelt und dann auch. Und dann erst ist erst der Außenzoom, dass man erst merkt, das habe ich cool gefunden. Das fand ich auch cool, sehr schön eingefangen, auch dieses Wüstenastmungsfeuer, dieses große verfallene Wrack. Schön, ja, das war Spitzensinn. Ja. So, mein Lieblings-Star Wars-Film war bisher Spaceballs. Okay. Wird immer schlimmer. Ja, ich überlege noch, was ich als nächstes bringe. aber das Schlusswort zum Film vom Meister. Ja, vom Meister, also danke. Vom Supreme Leader. Supreme Fan. Vom Imperator. Ich finde, ich habe es schon vorher angedeutet, eine super moderne Interpretation von dem Star Wars-Stoff. Und zu sagen, wir haben jetzt eine Frau, die das Abenteuer erlebt und wir werden sehen, wie sie das sieht. Und eine starke, unabhängige Frau, und ich die Büchse mache ich jetzt nicht auf, zu sagen, da gibt es ja diese Kritik von komischerweise nur männlichen Fans, die sagen, sie kann ja alles auf einmal. Und beim Luke Skywalker und Anakin Skywalker war es nie ein Problem, dass der alles auf Anhieb kann. Das will ich da jetzt gar nicht groß diskutieren, aber das ist ein auch großes Thema. Und auch sozusagen, wir haben wieder einen neuen jungen Cast und schauen, wie die sich entwickelt. Aber die harmonieren super mit den alten Original-Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist ein
Also Kunststück, würde ich schon sagen. Übergabe, sozusagen. Übergabe, man weiß auch nicht, jetzt haben wir schon vorgespoilert, Luke Skywalker kommt ja nur für ein paar Sekunden vor und spricht nicht mal was. Spricht nichts, gell? Spricht gar nichts. Hat das gewerkschaftliche Gründe, müssen wir mehr zahlen? Oder spielt, Luke Skywalker, oder? Mark Hamill hat erstaunlicherweise gleich viel verdient wie, oder ein bisschen weniger als Han Solo und doppelt so viel wie die Carrie Fisher, die Leia spielt. Echt? Dafür, dass er diese Basis. Dass er nichts sagt und zwei Sekunden. Nein, er hat sich ein Bart wachsen lassen müssen, das ist ja auch eine Leistung. Sie hat ja nur ein paar Schönheitsoperationen braucht. Genau, eben. Ja. Also abschließend sagen, es ist der erste Teil einer Trilogie. Ich würde sagen, man kann den dann erst wirklich vollends beurteilen, auch zu sagen, da ist die Story ein bisschen löchrig oder macht nicht viel Sinn, wenn man alle drei Filme gesehen hat, weil er ist angelegt als erster Teil und er soll als erster Teil viel öffnen und eigentlich nichts schließen. Aber du als Fan wurdest in deinem Glauben bestärkt, dass du doch weiterhin ins Kino gehen wirst. Und unglaublich. Und nicht das enttäuschte Universum. Ja. Okay. Großartig. Ja. Und es ist ja nicht nur eine Trilogie geplant, oder? Genau, es kommt. Genau, es kommen Spin-offs, immer in den Jahren zwischen den Episoden. Mhm. Die hießen früher Anthology, war der Arbeitstitel, jetzt heißen sie Star Wars Stories. Und das sind Spielfilme mit realen Schauspielerinnen und Schauspielern, die so Storylücken füllen sollen, die die Filme öffnen. Mhm. Das ist für Leute, die sagen, ich möchte Star Wars im Kino erleben, ich möchte mich da jetzt nicht in die Fernsehserien hinein steigern oder irgendwelche Bücher lesen oder kommen. Genau, einmal pro Jahr, so wie Disney das auch mit Marvel gemacht hat. Das heißt, es gibt die Avengers-Filme, wo alle zusammenkommen, aber es gibt auch diese kleineren. Und es gibt dann zum Beispiel einen Film, also der erste wird Rogue One sein. Da geht es darum, wie die Pläne für den Todesstern, also vor Episode 4, gestohlen wurden von der Rebellenallianz. Und sie legen sich da wirklich ins Zeug, weil sie haben den Original Sprecher von Darth Vader zum Beispiel wiederbekommen. Wow. Und sie restaurieren gerade das Originalkostüm. Das heißt, sie wollen da wirklich zeigen, uns liegt da was dran, dieses Universum wertzuschätzen. Ich glaube, das war auch so das Signal, warum der Film auch so positiv aufgenommen wurde. Bei Disney hatte man Sorgen, gerade bei dieser Reihe sowieso. Mhm. Und bei diesem Teil zumindest hatte man nicht das Gefühl, sie haben jetzt nur irgendwie Cash gemacht und sind gar nicht auf die Community eingegangen. Mhm. Im Gegenteil, ist eigentlich besser aufgenommen worden als George Lucas. Definitiv. George Lucas sagt, er mag die Filme nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Und die meisten Fans sagen, das ist ein gutes Zeichen, weil George Lucas jetzt nicht so der beste Regisseur der Welt ist. Er soll sich da mehr in seine Welten kreieren, fokussieren. Und das hat er ja drauf, als Creator von Star Wars. Es ist 22 Uhr und der Stefan hat ein Thema für uns. Ich überzeugt nicht bin, ob Zeit wert ist. Nein, ich habe eigentlich gar kein Thema. Hast du gar kein Thema? Na bitte, mach weiter. Oder? Ja, nein. Oh, mach. Ja, ich schaffe sogar eine Überleitung. Wenn wir gerade vom Religiösen kommen. Haben wir noch Akku? Ja, also zwei Stunden zehn, das wird teuer. Sie wird vier Tage eine Show. 45 Sekunden. Also eine Stunde ist eineinhalb Tag Shownotes schreiben. Okay, wirklich? Ich habe im Kino angeguckt und Spoiler mit meiner Mama. Das war das Spoiler. Das kommt nachher. Das brandneue Testament. Das brandneue Testament. Gott wohnt, Gott lebt. Er ist in Brüssel. Er wohnt in Brüssel. Und es ist ein sehr, meiner Meinung nach, sehr netter Film. Ein bisschen poetisch. Und zwar so ein bisschen von so wie die wunderbare Welt der Amelie, also in die Richtung. Also wenn der Erzähler aus dem Off einen Witz macht, siehst du diesen Witz dann visualisiert. Mhm. So ist ja okay, interessant, ja. Ich habe nur die Plakate gesehen beim U-Bahn-Fahren und so. Mhm. Weißt du, was ich mir zu diesem Film gedacht habe? Ich habe mir gedacht, das ist ein Politthriller. Da geht es um Brüssel und die EU und Gott wohnt in Brüssel. So, ich habe diese polnische Assoziation gehabt. Nein, okay, es ist mehr so. Darum geht es gar nicht, oder? Also es ist lustig, wenn du einen religiösen Hintergrund hast, also wenn du zumindest weißt, religiös, was ein neues Testament ist und so, dann verstehst du mehr Insider-Jokes. Mhm. Und worum geht es bei der Geschichte an sich? Es ist, Gott existiert und ist halt so ein eher missbetriger, tyrannischer Familienvater, der am Städtenmäßig seine Frau und seine Tochter tyrannisiert, weil der Sohn, ein gewisser G.C., Jesus Christ, ist schon ausgezogen und hat rebelliert. Ne? Und er wohnt in seiner abgeschlossenen Wohnung und zieht sich jeden Tag zu seinem Computer zurück, in sein Arbeitszimmer, und dort hat er am Computer eine Simulation laufen namens Gott. Und
Das ist und da hat er halt, das sind, und wir als Menschen leben also in dieser, wir sind, wie die Sims. Civilization Safe Game. Genau, genau. Und die Erzählerin ist also aus dem Office eine kleine Tochter, die leidet natürlich unter ihm. Und sie sagt, also das Ganze hat er nur gemacht, weil ihm fad ist. Und das Göttliche, also wirklich göttlich, ist die Vorgeschichte. Da sagt er nämlich, am Anfang schuf Gott Brüssel. Ne? Und sitzt dann leeres Brüssel mit allen drin, also mit Lichtern und Straßen. Da ist halt nichts los. Ne? Mhm. Und weil ihm langweilig war. Und dann schuf er halt Lebewesen. Ne? Und dann sitzt halt, wie in Brüssel ein Kinosaal voll mit Hühnern ist oder wie auf einer leeren Straße Giraffen herumlaufen und so. Und die Erzählerin sagt, dass das alles nicht richtig funktioniert hat, bis er halt den Menschen erschuf. Der passt dann nach Brüssel und vermehrt sich und gedeiht. Und Gott hat jetzt halt jeden Tag Spaß daran, den Menschen zu tyrannisieren und ab und zu so Wunder geschehen lassen, aber hauptsächlich Plagen, um halt seinen miesen Charakter auszuleben. Man sieht, wie er so mit einer Gießkanne lässt das über Brüssel regnen, über so ein Backmodell, oder er findet Gebote, die sehr an Murphy's Law erinnern, also dass Marmeladebroten runterfallen, immer auf die Marmeladeseite, oder das, weil wenn du in der Supermarkt in der Schlange stehst, die andere Schlange schneller ist und so. Also Gott ist ein ziemlicher Arsch sozusagen. Ja. Und wenn er nicht gerade sich mit seiner Welt beschäftigt, tyrannisiert er die Familie und verbietet der Tochter zum Beispiel Wunder zu wirken, weil die Tochter hat auch ein bisschen göttliche Kräfte, die kann Milchgläser so über den Tisch hin und her bewegen, ohne sie anzufassen. Ne? Schimpft er natürlich, dass sie das nicht kann. Und Gott hat auch eine Frau, die ist sehr, die tut nur putzen und Blumen sticken, also die hat nichts zu sagen. Okay. Und die Story ist halt, ja, so fängt es halt an, so eher so am Städtenmäßig. Also die Tochter erzählt und ist so, also vertragt sich nicht gut mit dem Gott, wird auch von ihm verprügelt, weil es schlimm war und so. Und auf jeden Fall beschließt sie dann abzuhauen und dann ist in ihrem Zimmer so eine kleine Jesus. Ich erzähle das jetzt ziemlich konkret nach. Soll ich das weniger? Ist meinst? Ja, schon. Schaut sich hier keine Anfrage. Nein, ich hatte dich eigentlich vorher auf das Plakat. Das macht, dann, macht aber okay, nichts. Ich mache einen Punkt. Du kannst dann das Ende aussparen. Okay, ich gehe dann mit. Gut, nur den Anfang konkret. Ja. Und auf jeden Fall redet sie im Zimmer mit einer, so einer kleinen Jesus-Statue. Und immer wenn sie mit ihm allein ist, verwandelt er sich dann in Jesus. Und der sagt, halt, ja, ich bin auch abgehaut und mach das. Und er ermuntert sie abzuhauen. Mhm. Ne? Und erklärt ihr dann, dass sie in der Waschmaschine ein Programm starten muss. Dann kannst du durch die Waschmaschine escapen in dieses Brüssel. Also alles sehr, sehr strange ein bisschen. Und sie sagt ihm, ja, aber ich weiß nicht, was ich dort machen soll. Und er sagt, na, such die Apostel und schreibe ein neues Testament. Ja, und sie sagt, ja, ich kann nicht schreiben und so. Und er sagt, ja, such da wen, der für dich schreibt und so. Mhm. Und auf jeden Fall schleicht sie sich dann in dieses Arbeitszimmer, nimmt sich willkürlich, das sind so Karteikarten, 6 Typen heraus, also 6 Karteikarten von Menschen. Das wären ihre 6 Apostel. Mehr geht es in dem Film nicht aus. Und damit krabbelt sie durch die Waschmaschine in Brüssel und geht dann halt herum und sucht diese Leute und eröffnet denen dann, dass sie halt Gottes Tochter ist und du bist jetzt mein Apostel. Ah ja, und bevor sie das macht, macht sie noch was sehr Böses. Sie schickt mit dem Computerprogramm eine SMS an jeden Menschen, wo er so eine Art kleine App kriegt, wo seine verbliebene Lebenszeit runtergezählt wird. Dadurch weiß jeder, wann er stirbt und das hat gewisse gesellschaftspolitische Auswirkungen. Oh, das ist ja so dystopisch. Ja, just in time. Ja, also du siehst dann auch wirklich sehr, 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 die Leute schauen dann so sehr deprimiert auf ihre Handys, wo der Countdown runterläuft, halt, wie lange sie noch zu leben haben. Und dann hören gewisse Kriege auf, weil die Leute keine Lust mehr haben, weil sie wissen, wann sie sterben. Und auch so, dass, also für mich das Poetischste war, dass man sieht so einen nackerten Tuba-Spieler in der Badewanne, also, und er sagt, ich habe keine Lust mehr, arbeiten zu gehen, ich wollte Tuba lernen. Anstatt arbeiten gehen, überlegt er sich jetzt halt die verbliebene Restzeit seines Lebens, sitzt da zu Hause in der Unterhose und spielt Tuba. Das ist halt, war für mich sehr, sehr poetisch. Ne? Und so sind da immer wieder Nachrichten eingeblendet. Und sie läuft halt in Brüssel herum und findet ihre Apostel und überzeugt die und sie hat, glaube ich, die Fähigkeit, sie kann ihnen Träume schicken und so, sie ordnet jedem eine Melodie zu. Also sie hört, lauscht dann immer so auf den Herzschlag und sagt dann, deine Melodie ist das und das. Ja, und das ist halt, man sieht halt die Probleme, die diese Apostel gehabt haben vorher, so normale Leute, aus dem Leben gerissen und dann sind die natürlich ein bisschen, denken sie alle über den Sinn des Lebens nach, weil sie halt diese Restlebenszeit sehen auf ihrem Handy und fast alle ändern dann ihr Leben eigentlich entweder prinzipiell schon, weil sie halt wissen, dass sie jetzt nur noch so und so viel lange zu leben haben, oder eben auch, weil das kleine Mädchen sie halt mit den anderen Aposteln zusammenführt. Also,
Du hast gemeint, dass eine Ähnlichkeit zu Wunderbare Weltamelie, ja. Also ist eine fantasievolle Dramödie, Dramakomödie. Ich finde, es ist eigentlich durchaus lustig. Also es hat durchaus heitere und versöhnliche Elemente. Geht ein bisschen der so Sinn des Lebens irgendwie? Oder es ist nicht so ein beißender Humor, es ist mehr so poetisch. Also so ein, es ist eine philosophische Frage. Viel gut Movie? Irgendwie so. Also wenn du so rausgehst und sagst irgendwie so, ja, wer also ein Zeuge Jehovas, der das so sehr ernst nimmt, die Bibel, hat wahrscheinlich keine Freude daran, dass Gott eher Arsch dargestellt wird. Ne? Aber insofern okay, aber jetzt für... aber es ist jetzt auch nicht so super viel Religionskritik drin, es ist eher so, für mich war das zentrale Element, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Mhm. Weil man als normal Lebender denkst du nicht sehr gerne nach, wie viele Tage du noch hast. Das ist ja eher so die Ausnahme. Der Arzt sagt dir, du hast nur so und so viele Tage zu leben. Das ist ja eher eine Horrorvorstellung. Und da betrifft uns halt die ganze Menschheit. Und dann, was ist der Sinn vom Leben? Was willst du mit deinem Leben machen? Wie reagierst du? Und das ist halt da das Thema. Und dann natürlich, es hat dann am Schluss, wird es dann sehr lustig, versöhnlich auch. Also eine Empfehlung alles in allem. Ich würde es sehr empfehlen, ja. Man muss einfach sagen, also ja, auf Französisch mit deutschen Untertiteln und Steigerung mit meiner Mutter zusammen, die natürlich bei jeder Szene einen Kommentar gebracht hat, aber ich habe wieder nicht so rüber, dann habe ich dann erklären müssen, nein, das ist so, also wir waren die zwei absoluten Ungusteln vom Kino, die ganze Zeit alles lautstark kommentieren müssen, aber war auch einmal lustig, ja. Ja, wo kann man diesen Film in Französisch sehen? Ich habe es in Französisch gesehen im Votivkino, bei der Votivkirche. Und sonst ein schönes Programmkino, apropos, ja, wenn ich vorher schon drüber gesprochen. Und sonst, da es eh belgischer Film ist, also französisch Original, glaube ich, man verliert auch nicht viel, wenn man es auf Deutsch schaut in der Synchro. Also es ist jetzt, er lebt nicht von der Sprache. Ja. Wobei man lernt ein paar französische Schimpfwörter, also es wird sehr viel geschimpft. Ist das von denselben Machern wie die wunderbare Welt Amelie? So genau habe ich nicht recherchiert, es kam mir nur so ein bisschen vor, also so diese... Der Off-Erzähler erzählt irgendeinen Witz oder einen Vergleich und dann siehst du diesen Vergleich gleich visualisiert. Das war für mich so ein bisschen Wunderbare Welt der Amelie-Messe. Ich habe die wunderbare Welt der Amelie nie gesehen, aber die anderen Filme von dem Typen. Den Film habe ich ausgespart absichtlich, weil ich glaube, der wird mir nicht so gefallen. Aber seine älteren Filme sind ziemlich seltsam. Und wenn er genauso seltsam ist, das wäre genau. Er hat einen seltsamen Tick und ich finde, das ist auch sehr, sehr lustig. Es hat sowohl was Philosophisches als auch sehr lustige Sachen, also Richtung Spoilern, Gott, böse wie er ist, geht dann natürlich auch auf die Welt und sucht dort seine missratene Tochter, also in seinen Augen, und da er keine Papiere hat, wird er in seiner Kirche in einer Flüchtlingsunterkunft. Jetzt hast du schon fast geschafft. Ja, also es ist einiges zum Sehen und zum Lachen. Klingt spannend. Also klingt ganz immer spannend. Kannst du das empfehlen, sehr, sehr nett. So Leute, wir sind jetzt schon, jetzt sitzt wirklich teuer, 2 Stunden 20. Genau. Ich hätte jetzt nur noch 3 Sachen und diese nicht. Ich muss noch 2 Sätze zu dem Film sagen, ja, weil ich habe ein gewisses Problem mit dem Film, weil meine Freundin hat mich gefragt, ob ich in den Film gehen will mit ihr und ich habe dankend abgelehnt, woraufhin sie gesagt hat, sie wird heute Abend in diesen Film gehen. Ich habe gedacht, passt, sie geht in diesen Film, ich bin dem Film entkommen. Ja, dachtest du. Irrtum. Ja, dann hast du was sagen, Stefan. Ja, ich weiß nicht, ob deine Erzählung so gut war, wie sage ich. Ja, also, Entschuldigung, ich habe eigentlich noch 5 Themen. Schnell abhaken. Nee, Entschuldigung, Star Wars hatten wir schon. Also, Codename Uncle, der lief vor einem halben Jahr im Kino. Meines Erachtens, ja, definitiv cooler Humor. Ist Superagentenfilm mit sehr seltsamem Humor wieder. Also, da wird zum Beispiel einer gefoltert in einer Szene und dann gehen die raus und unterhalten sich und man sieht dann im Hintergrund, wie der Typ plötzlich anfängt zu brennen, weil er irgendwie im Brand entstanden ist und er brennt und verbrennt und die beiden unterhalten sich. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Töten wir ihn oder lassen wir ihn am Leben? Und ja, also es ist ein wenig seltsamer Humor, ich fand, aber er ist so trocken gewesen, also wirklich schön trocken. Also ich fand den Film wirklich sehr gut. Was ist das nicht so von der Serie? Genau, richtig, aus den 60er Jahren oder sowas.
Und meine Mutter hat komischerweise die Serie damals im Fernsehen gesehen. Okay. Und ich habe den Kinofilm gesehen und ich versuche die Serie zu bekommen, ich bekomme sie nirgendwo. Selbst war es so schwer. Also, ja, ja, selbst auf den einschlägigen Download-Portalen, die man nicht benutzen solle, die wir niemals anfassen würden, dann nicht mehr mit der Kneifzange, selbst da gibt es die nicht. Ich fand den Film wirklich sehenswert, ist auf jeden Fall gut. Dann House of Cards habe ich mir angeschaut. Sehenswert, besonders was Politik anbelangt. Vorhin haben wir darüber geredet, wie unnett Politiker eigentlich sind. Und hier lernt man ein richtiges Arschloch kennen. Wirklich ein richtiges Arschloch, wie er sich nach oben arbeitet, obwohl er schon ziemlich weit oben ist. Kevin Spacey. Genau, Kevin Spacey. Ich mag den Schauspieler ziemlich gern. Besonders aus, wie hieß er nochmal, Die üblichen Verdächtigen. Einer meiner Lieblingsfilme. Also, ja. Der Projektionist vom Jack Lemmon, der hat ihn unter seine Fittiche genommen, wie er jung war, der Kevin Spacey. Also die waren immer irgendwie gemeinsam. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, sowas gelesen zu haben. Ja, House of Cards hat inzwischen 3 Staffeln. Und ich habe versucht, mir die Serie über Google Play Filme und Serien anzuschauen. Aha. Weil nämlich, das ist von Google sowas ähnliches wie Netflix. Und die ersten 2 Folgen sind von vielen Serien kostenlos. Ach, das wusste ich nicht. Okay, ich habe das ja auf dem Tablet ja auch. Android Tablet hat ja das. Okay. Und die Serie die Staffel komplett, die erste Staffel kostet 22 Euro. Die Serie ist von Netflix, auf Google Plus sind die ersten 2 Folgen kostenlos und insgesamt kostet 22 bei Google. Ich habe es versucht mir anzuschauen am Rechner und ich bin gnadenlos gescheitert. Man kann sich die Folge zum einen direkt dort, also im Browser anschauen, wenn man sie sich gekauft hat. Man bekommt sie komischerweise auch gleichzeitig bei YouTube angezeigt, dass man die gekauft hat. Man kann sich über YouTube anschauen. Es funktioniert nichts. Also ich habe Chromium und aber steht, Geld war weg, erfolgreich. Nein, ich habe nur die 2 kostenlosen Folgen. Ah, okay. Und habe dann drauf geklickt, nachdem es angezeigt wird, ja, also bei mir funktioniert es nicht, klicken Sie auf diesen Link und habe drauf geklickt, wo dann steht, was alles der Browser unterstützen soll und da waren überall grüne Häkchen. Also ich weiß nicht, woran es lag. Deswegen Google Play, Film und Serien, keine Empfehlung von mir. Auf dem Mobiltelefon funktioniert das allerdings sehr wohl. Versuch's einmal, noch einmal. Ich bilde mir ein, es gab einen Tag, wo Full HD Videos nicht funktioniert haben in YouTube. YouTube-Videos an sich an dem Tag, aber... Haben funktioniert bei dir? Ja, okay. Ja, das ist sicher ein DRM-Thema. Das genau, Chrome ja, DRM das hat es, aber Chromium natürlich nicht. Ja, ich will es auch nochmal testen. Doch, es hat es auch. Es wird nämlich, es steht ja Media Extension oder so, was heißt das hier? Ja. Okay. So ein verschleierter Name und da war auch ein Häkchen dran. Spannend. Ich werde es nochmal testen, vielleicht aus dem Grunde, weil vielleicht hat die YouTube tatsächlich an dem Tag gesponnen. Aber die Serie habe ich dann komplett angeschaut, nicht über Google Play, Film und Serien, sondern ich weiß nicht mehr worüber. Und ja, die Serie fand ich cool. Ja, fand ich auch cool, besonders Politik als Thema und auch interessant zu sehen. Ich habe ja vielleicht schon erzählt, ja in der Folge, dass ich West Wing ein paar Jahre zuvor irgendwie auch angeschaut habe und das sind irgendwie so 2 Serien. Wenn man sie gegenüberstellt, ist halt sehr witzig. Beim West Wing, die total positive Narration, irgendwie so demokratischer Präsident und sie versuchen das Gute zu schaffen und so. Und nach der Wirtschaftskrise und auch ganz andere Sachen. Und generell jetzt eine moderne Serie, wo die Politik eigentlich nur ein kühles Strategiespiel ist. Und jetzt House of Cards, genau. Oder Kevin Spacey eher so einen Machiavelli-Charakter spielt. Ja. Er hat ja auch diesen Plan, den er durchzieht. Aber House of Cards, die Netflix-Variante, basiert ja auf einer BBC-Serie, House of Cards, aus der gleiche Name. Genau. Kartenhaus in Deutschland. Gibt es eine deutsche DVD? Und ja, die muss ich mir noch auf jeden Fall noch anschauen. Hat der Kevin Spacey eine politische Agenda in dem Film? Also will er irgendwas Spezielles? Macht. Also, aber er hat keine. Naja, er ist klar Demokrat. Er ist kein Republikaner. Er ist ja schon ein Demokrat, ja. Und verhält sich zum Teil aber schon ein bisschen republikanisch. Ja. Und in der ersten Folge sagt er, ich will Präsident werden. Für mich hat es ein bisschen verloren, die Serie. Ich habe die erste Staffel sehr gehabt. Und in der dritten, aber das ist so ein typisches Serienproblem. Generell, also für mich persönlich, Achtung, Spoiler Alert, also abschalten, wenn es jetzt kritisch wird,
in dem Moment, wo er selber ein wirkliches Verbrechen im Sinne von Mord oder so geht, war für mich ein bisschen der Bogen überspannt. Mhm. Es gibt ja andere Politikserien, zum Beispiel Borgen aus dem Dänischen, wo so eine dänische... Sie selber Borgen, im Prinzip ein genau, Dänisch. Aber da bleiben sie im Rahmen. Und ich glaube, dieses Ränkespiel über Macht und so hätte ohne diesen Kriminalfaktor auch funktioniert. Weil einfach die, ich meine, nicht nur er, nicht nur der Kevin Spacey muss sagen, auch seine Frau hält den Counterpart fantastisch. Also wie die First Lady spielt und was sie ausspielt, ist besonders Ende der dritten Staffel. Ja. Zeigt sie ihre Stärke in der Serie. Wobei ich glaube, dieser Kriminalaspekt ist dann eher auch was Amerikanisches, um zu zeigen, dass das dort eher Realität doch ist, um irgendwas zu erreichen, dass dann... Stimmt, das ist vielleicht der Unterschied. Gerade diese Waffengewalt und Mord und so weiter, dass das dort eher in der Tagesordnung steht. Aber wie ihr gesagt habt, es nimmt ab mit den späteren Staffeln. Ich glaube einfach, weil wir haben gesagt, Spoilerwarnung, also nochmal Spoilerwarnung, er erreichte dann sein Ziel, dass er Präsident wird am Ende der zweiten Staffel. Und dann habe ich mich auch gefragt, was will die Serie jetzt noch erzählen? Ja, genau, das habe ich mir ist gefragt. Es jetzt nicht auch, und dann müssen sie künstlich irgendwelche Konflikte aufbauen für die dritte Staffel. Mhm. Aber das ist denen gelungen, finde ich. Ja, dann, ich weiß nicht, am Ende vielleicht dann schon, wenn man sagt, okay, plötzlich will die Frau gar nicht mehr. Sie sieht, jetzt haben sie das Ziel erreicht und jetzt ist sie gelangweilt von diesem Leben. Jetzt merkt sie, was er eigentlich für ein Arschloch ist und dass sie, also sie ist jetzt First Lady, aber es gibt ja auch nichts. Und er setzt sie dann noch ein, selber hätte sie gerne als Botschafterin und sie wird aber abgelehnt, weil sie eben seine Frau ist und das, ja, das, er wird disqualifiziert sie schon mal und also es ist spannend, was dann in der vierten Staffel passiert. Und er wird auch Präsident während der Amtsperiode. Das heißt, es kommt jetzt die Wahl. Und die Frage ist, kann auch also demokratisch... Er hat nicht eine Wahl gewonnen. Nein, er hat es raufgeschafft zum Vizepräsidenten. Mhm. Und dann natürlich hat er was in der Hand gehabt gegen den Präsidenten. Und zuerst hat er was gegen den Vizepräsidenten in der Hand gehabt, damit er Vize wird. Also er erpresst sich hinauf. Und das ist aber sehr spannend. Da gab es einen Artikel vor einem Jahr, das ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeiner deutschen Zeitung, wo sie irgendwie das so analysiert haben. So ist das der neue Archetyp des 21. Jahrhunderts, der Macht. Der wie heißt er denn jetzt? Ich habe das so lange nicht mehr gesehen, weil die dritte Staffel jetzt schon über ein halbes Jahr her ist. Die Figur des Kevin Spacey. Gute Frage, nächste Frage. Genau. Ich schaue, ob ich den Link noch finde, dann schicke ich ihn dir, Horst, für die Shownotes. Also sehr spannende Serie. Mhm. Und du sagst, sie wird nicht schwächer. Doch, sie wird definitiv die dritte Staffel. Frank Underwood, danke. Francis, und sie nennen ihn Frank. Also sie wird schon ein bisschen schwächer nach der dritten, oder? Auf den Tisch klopft. Sie wird schwächer in der dritten Staffel, aber ist immer noch eine Top-Serie. Aber gerade die erste Staffel, das ist was, wo man sagt, wenn man mal eine Serie schauen will, gell, Stefan, dann muss es House of Cards sein. Erste Staffel. Die erste Staffel nimmt einen mit, obwohl die Hauptperson einem sowas von zuwider ist. Das macht den Reiz aus. Das ist der Reiz. Und das ist mal was Umgedrehtes als sonst, weil Breaking Bad war ja am Anfang sympathisch. Man hat ihn als sympathisch empfunden, obwohl das nicht war. Aber hier empfindet man ihn nicht einmal als sympathisch, sondern ganz im Gegenteil. Es dürfte generell so ein Ding der modernen Serien sein, dass sie solche ambivalenten Hauptcharakteren irgendwie unterziehen können. Ein weiteres Beispiel ist Dexter, genau. Stimmt, Dexter ist dieser Serienkiller. Der bei der Polizei arbeitet. Jahre. Ja. Stefan, kann ich kurz Gedanken lesen? Denkst du dir gerade, deshalb geht bei der Open-Source-Geschichte nichts weiter, weil die ganzen Nerds sich und ihre Lebenszeit mit US-Serien-Junk reinnehmen. Nein, ich habe vor einer Minute festgestellt, dass ich die 2 Minuten vorher einfach besorgen kann. Ich kann mir das immer beruflich schönreden, sagen, ich bilde mich weiter, was Inszenierungen moderne Darstellungsformen angeht. Für mich ist das auch... Kannst du deine Kinokarten von der Steuer absetzen? Nein, leider. Damit ich weiß, wie ich mich in Zukunft verhalten muss. Liebe Leute, ich schon. Genau, nach oben zu kommen. Verdammt dabei, wer der Krieger da? Ich hätte noch das Theaterstück zu erzählen. Nächstes Mal, ich habe auch 2 Serien noch zu erzählen. Wie lange haben wir das? Über 2 Stunden schon, oder? Ja, locker. Ich habe jetzt auch nicht wieder damit gerechnet, dass das noch kurz so lang dauert. Stimmt. Naja. Lassen wir es für diesmal. Wie würde ich auch sagen. Schön war's, Leute. Hat mir auch gefallen. Ja? Bitten wir noch zum Abschluss unsere Hörer, uns zu weiter zu empfehlen. Bitte, an andere Hörer und oder auf iTunes. Und bitte auf iTunes eine Review schreiben und mir auch erklären, wie man das macht.
Genau, und alle, die aus Österreich zuhören, zum Podcast-Meetup kommen. Ja, Jupp, genau. 6. Februar im Metalab. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.